Hallo hier im Informations- und Kompetenzzentrum für zukunftsgerechtes Bauen. Ich begrüße alle Teilnehmer vor Ort und auch die des Webinars zu der heutigen Veranstaltung mit dem Thema Dämmen mit nachwachsenden Rohstoffen. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. statt. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei Frau Wader bedanken, die Referentin für Fach- und Verbraucherinformationen im Bereich Bauen und Wohnen mit nachwachsenden Rohstoffen, dass wir hier zusammen diese Veranstaltung organisieren konnten und auch, dass sie uns die Ausstellung zur Verfügung gestellt hat des Bundeswettbewerbs Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen 2018 Holzbau Plus. Der hier im IKZB wird diese Ausstellung bis zum 12.04. anzuschauen sein. Genau, kommen Sie gerne rum, immer donnerstags oder samstags und ab April immer montags und donnerstags. Ja, Frau Wader wollte gerne persönlich auch hier sein und Sie begrüßen. Leider ist sie krankheitsbedingt verhindert. Daher werde ich an der Stelle nochmal auf die Internetseite hinweisen der Fachagentur, die zum Thema speziell Bauen, die Internetseite baustoffe.fnr.de betreut. Genau, hier findet man ganz viele verschiedene Informationen zum Thema Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen. Und Frau Wader und ihr Kollege Herr Görnhardt sind hier auch Ansprechpartner und können gerne kontaktiert werden. Die Kontaktdaten sind auch auf der Website zu finden. Ja, ich möchte ganz herzlich unseren ersten Referenten vorstellen. Ich sage auch noch mal kurz, wie heute der Ablauf sein wird. Genau, als erstes wird es einen Fachvortrag zum Thema Zellulosedämmung geben von Herrn Christoph von Stein. Er ist Geschäftsführer der Schöne Alte Häuser GmbH und betreibt auch die Webseite zelluloseeinblasdämmung.de. Da zwischen den Vorträgen wird es immer eine kleine Zwischenfragerunde geben, die ich dann auch moderieren werde. Also stellen Sie gerne auch Ihre Fragen im Chat. Genau. Und der zweite Vortrag wird zum Thema Holzfaserdämmstoffe sein von Herrn Portin von der Firma Steico. Genau, ich übergebe jetzt direkt das Wort an Herrn von Stein. Herzlich willkommen. Ja, schönen Dank, Frau Träger. Ich bin jetzt im Bild. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Wir starten mal meine Präsentation. Ich kann gleich sagen, zelluloseeinblasdämmung.de wäre mir ein bisschen zu lang. Ich habe mir schon Mühe gegeben. Das ist auch noch nicht die Startseite. Ein bisschen Mühe gegeben, einen kurzen Namen zu finden. Und einblasdämmung.de ist ja schon lang genug. Müssen wir mal schauen. Ja. Und, ich kann ja trotzdem schon was erzählen. Wir sind ein Einblasdämmbetrieb. Der Firmenname, wunderbar, vielen Dank. Der Firmenname kommt daher, dass wir angefangen haben als Bauträger und Unternehmensziel war es, hässliche alte Häuser zu kaufen und schöne alte Häuser zu verkaufen. Und dann kam blöderweise irgendwann die ENEF, die erste dazwischen, und man musste dämmen. Und das fand ich ganz eklig und habe mich dann vom Dämm-Skeptiker zum Dämm-Experten sozusagen weiterentwickelt. Und kam darüber auf die Einblasdämmung und fand das dann so toll, dass ich das dann nur noch gemacht habe und die Bauträgerei aufgegeben habe. Ich präsentiere heute typische Anwendungen einer altbewährten und in der Breite immer noch wenig bekannten Technik, Dämmtechnik nämlich. In der Breite ist eine kleine Fußnote dabei, nämlich in der Breite der Akteure, sprich also der Architekten vor allem. Es ist noch relativ wenig verbreitet und in der Breite der Techniken an sich. So, ich könnte jetzt erzählen, es ging ja auch um nachwachsende Rohstoffe. Ich könnte jetzt was erzählen über die Bäume und wie sie wachsen und wie sie das CO2 aus der Luft holen, diesen ganzen altruistischen Kram. Ich habe aber in der Praxis festgestellt, es zählen doch dann, wenn es hart auf hart kommt, andere Argumente. Und ich habe Ihnen deswegen hier diese Motivationsmatrix mal aufgestellt. Und das kategorisiert in egoistische, altruistische und bauphysikalische Argumente. Jetzt können Sie dreimal raten, welche Argumente treffen denn jetzt überhaupt zu auf die Zellulose? Das ist ganz einfach alle. Die Schwierigkeit oder die Herausforderung
ist eigentlich nur zu gucken, wie tickt der Kunde und auf welche Argumente spreche ich jetzt speziell an. Jedenfalls ist sie in der Altbausanierung definitiv immer preiswerter oder billiger. Ich finde, warum soll man nicht billig sagen? Weil die Dämmung an sich ist zwar teurer als die Glaswolle, also die Zellulose ist etwas teurer im Material, aber wir müssen halt nicht so viel kaputt machen. Wir arbeiten minimalinvasiv. Wir sind sehr schnell, wir sind sauber von der Vorgehensweise und gesund. Das sind alles egoistische Argumente. Die altruistischen passen auch alle. Das ist ein Recyclingprodukt. Wir haben nicht Steine oder Glas geschmolzen, sondern wir haben Bäume wachsen lassen oder Altpapier verwendet. Das ist definitiv schon von der Herstellungsenergie her ärmer und es lässt sich leichter wiederverwerten. Wir haben einen nachwachsenden, wiederverwertbaren, nachhaltigen, fair, sozialen, gerechten Rohstoff. Und die bauphysikalischen Argumente, gibt es auch Leute, die ticken nur auf dieser Ebene. Auf die argumentiere ich auch sehr gerne, das werden Sie gleich im Folgenden sehen. Robuster, feuchter Haushalt, erkläre ich Ihnen gleich, was damit gemeint ist. Ich fange aber mal an, damit Sie wissen, wovon redet der jetzt eigentlich. Zellulose-Dämmung. Ich fange mal an mit ein paar typischen Anwendungsfällen und ganz davor trete ich mal aus dem Bildrand und hole Ihnen eine Handvoll. Hier ist eine Handvoll Zellulose-Einblasdämmung. So sieht sie aus. Gehen wir nochmal in die Kamera. So, jetzt räumt es wieder weg. Das ist schon vom haptischen her ein Material, mit dem man gerne umgeht. Und typische Anwendung in der Altbausanierung, da komme ich ja her, wobei ich nachher nochmal auf den Neubau eingehe, sind die Dächer, Geschossdecken und zweischaliges Mauerwerk nicht mit Zellulose, aber im Holzrahmenbau, das ist aber wieder ein Neubausektor. Hier ist ein typisches Beispiel für ein Dach. Diese Abseiten, das sind diese dreieckigen Hohlräume. Das ist der ideale Kaltluftverteilkanal. Das zeige ich Ihnen mal gleich. Also wir machen sowas auch immer gerne von außen. Es macht sehr viel Spaß. Ich hänge mich immer gerne an zwei Seile. Dann macht man das Dach auf, guckt rein, dann sieht man alles Mögliche, was eigentlich nicht sein darf. Nackige Rohre, fehlende Dampfsperre. Ich zeige Ihnen noch so eine tolle Abseite. Das ist meine Lieblingsabseite. Also ich habe eben das Wort Kaltluftverteilkanal verwendet. Jetzt sehen Sie auch, warum. Hier ist eine Matte runtergefallen. Die werden ja immer so zwischen die Sparren gesteckt. Und eine ist runtergefallen und der ganze Raum wird halt jetzt abgekühlt. Und hier sieht man ein Schwalbenschwanzblech, weil dahinter ist ein Bad mit einer Fußbodenheizung. Und dazu hat man so dieses gezackte Schwalbenschwanzblech hingelegt. Darauf die Heizschleifen, darauf ein Estrich. Und das Ganze ist hier kalt unterlüftet. Das macht natürlich sehr viel Spaß beim Heizen und macht hohe Kosten. Und das Schöne an dieser Dämmung ist, dass sie von der Form her, von der Darreichungsform, vom Aggregatzustand her amorph ist. Das heißt, das sind keine Matten, die Sie irgendwie zuschneiden müssen, die irgendwo passen müssen, sondern die einfach eingeblasen und dann maschinell beim Einblasen verdichtet werden. Und dann passt das überall. Dann sind die nackigen Rohre und alle Kanthölzer und so weiter, alles umschlossen und deswegen hohlraumfrei und deswegen kann auch keine Warmluftzirkulation mehr da rein, um dort Tauwasser zu hinterlassen. So sieht es dann aus, wenn wir anfangen zu flocken und so sieht es nochmal von innen aus. Es ist immer wichtig, denn man macht dann einzelne Löcher in der Abseite und guckt dann immer, dass man den Flockenberg, den man vorher gemacht hat, dass man da Anschluss dran findet. Und genau, da habe ich sogar hingeschrieben. Das sind Abseiten, Dachschrägen gehen von der Systematik her ähnlich. Also wir machen kleine Öffnungen, gehen mit einem langen Schlauch oder Rohr rein und verfüllen das Ding. Dann haben wir, warum das bauphysikalisch funktioniert, kommt im Teil 2. Dann haben wir sogenannte Brettbinderdächer. Die sehen oft so aus. Da hat der Marder drin rumgewühlt. Das ist von Anfang an nicht besonders liebevoll verlegt worden. Und sie haben da gerne auch immer diese Zangen, die auch wieder so ein Kaltlufteintritt sind. Die Matten liegen auf einer Lattung, sind auch Kaltluft unterspült. Also alles sehr wenig effizient, selbst für die vorhandene Dämmung, die da ist. Die wird auch dadurch schon stark beeinträchtigt in ihrer Wirksamkeit.
So sieht das Ganze aus, wenn wir es gedämmt haben. Es gibt zwei Schulen. Die einen sagen, du musst die alten Matten rausnehmen, weil sonst vermischt man die Zellulose, die nicht krebserregend ist, mit den alten Glaswollen, die krebserregend sind, vermehrt den das Volumen des zu entsorgenden Dämmstoffmülls. Die anderen sagen, naja, aber wenn das wieder so teuer ist, dass man dadurch die Dämmung verhindern würde, dann ist es besser, du lässt es drin und überflockst es. Da sind sich die verschiedenen Landesgesundheitsämter der verschiedenen Bundesländer auch nicht einig. Und ich finde, beide Positionen haben ihre Berechtigung. Wir sehen einfach zu, was in der Praxis dann gefragt wird. Damit kommen wir schon zu dem Teil Diffusion und Konvektion. Ich hatte ja gesagt, hohlraumfrei. Und der normale Mann oder die Frau auf der Straße denken immer, okay, wenn ich dämme, muss ich aufpassen, Kondenswasser, Schimmel und so weiter. Ganz fest verankert ist bei den Leuten immer noch die Angstluftschicht. Mit Hilfe einer Überlüftung eventuell eingedrungenes Wasser wieder nach außen hin loswerden zu wollen. Und der zweite Punkt, der immer zum Tragen kommt, ist die Diffusion. Alle reden von der Diffusion, aber kaum reden welche von der Konvektion. Und die Diffusion, da werden dann USB-Platten verlegt und Dampfbremsen und das wird alles ganz dicht abgeklebt. Und gerade bei den Glaswollherstellern werden Sie das zu Recht immer wieder hören. Es muss minutiös abgeklebt werden, dann gibt es den Blower-Door-Test. Völlig unterbewertet werden die Gefahren der Konvektion, weil also Konvektion ist Luftbewegung, wenn irgendwo durch Leckagen bei einem Lampenauslasskabel oder so aus dem Innenraum in die Dämmschicht hinein das 24 Stunden am Tag so feuchtwarm reinpustet. Und da entstehen Wasserfrachten, die um ein 1000 oder hier 1600-faches ist mal in der Untersuchung ermittelt worden, an Feuchtigkeit reinbringen gegenüber der Diffusion. Und deswegen kümmern wir uns kaum um die Diffusion. Das habe ich doch hier mal, genau, keine Dampfsperre, hatte ich Ihnen hier schon extra Sie darauf hingewiesen. Flocken wir voll, kümmert uns überhaupt nicht, weil die Diffusion mit der Feuchtigkeit, die durch die Diffusion hier reinkommt, wird die Zellulose locker fertig. Die hat ein Feuchtspeichervolumen, das für zwei Winter ausreicht. Im Sommer bratzelt die Sonne wieder drauf und kocht die Feuchtigkeit wieder raus. Deswegen, die Diffusion kümmert uns gar nicht. Und wenn hier so eine Innenkonstruktion ohne Dampfsperre ist, machen wir die voll und haben noch nie Schäden gehabt in der Hinsicht. So, ich denke mal, die Botschaft hier ist klar. Hier haben sie es anhand eines Risses gemacht und hier sieht man das Kondenswasser, wie es schon oben rauskommt. Ich komme mal zum nächsten Beispiel. Eine Flachdachkonstruktion über einer Kaufhalle. So sieht das in der Praxis aus. 6 cm Kamelit aus DDR-Zeiten, jede Menge Kabel, Rohre, Gitterträger, können Sie mit herkömmlichen Mitteln nicht dämmen oder jedenfalls nicht zu dem Preis, zu dem wir das tun. Wir, damit meine ich die Einblasdämmer insgesamt. So sieht es hinterher aus. Ein Kollege von mir hat mal, es gibt auch andere Firmen, die Einblasdämmung machen, hat mal den schönen Begriff geprägt von der thermischen Beruhigung. Ich finde, das ist schon vom Haptischen her so wunderbar, weil im Vergleich zu dem, hier stelle ich mir Katzenmusik vor als Untermalung, wenn das Konzert die Instrumente stimmt. Und hier ist irgendwie von Smetana die Moldau oder sowas. Ruhig und entspannt und ausgeglichen. Das sind erstmal ein paar Beispiele aus der Praxis. Ich komme jetzt zum Thema Bauphysik, Durchsetzung am Markt und in den Normenausschüssen. Ach, ich kann ja hier auch gucken. Einblasdämmung, Zellulosedämmung hat immer noch so den Nimbus des Innovativen. Ist völlig unberechtigt.
Zellulose Einblasdämmung gibt es seit den 20er Jahren und damit Sie das glauben, habe ich Ihnen hier mal eine Einblasdämmmaschine aus den 20ern mitgebracht als Bild. Das hat angefangen in Kanada und in Skandinavien und bis in Deutschland, das mit der Firma Isoflock aufkam, hat es lange gedauert, bis 1993. Und es war lange Zeit ein Nischenprodukt für Ökos und Romantiker. Zumindest wurde es so angesehen. Und deswegen hat es hier immer noch diesen Nimbus des Innovativen. Es gibt in Kanada Häuser aus den 20er, 30er Jahren, die aus irgendwelchen Gründen jetzt auch mal abgerissen werden. Und da gibt es ein Museum in der Nähe von Quebec, bei dem auch Proben von Zellulose in so Gläsern präsentiert werden, in so Schaugläsern, da kann man immer noch die Buchstaben lesen von der zerschredderten Zeitung und das ist praktisch unbegrenzt haltbar, wenn das Haus insgesamt von den bauphysikalischen Anforderungen her nicht durch Vernachlässigung oder so kaputt gemacht worden ist. Altes und bewährtes Wissen, das muss ich da mal hat eine Behaarungskraft, genau. Genau. Die Mineralwolle hat immer noch diesen Bonus, dass sie nicht brennt, dass sie feucht unempfindlich sei und dann nehmen wir die. Und gegenüber Zellulose kennen wir diese Bedenken, also wir jedenfalls, die ersten Bedenken kommen immer, das brennt doch, dann heißt es, das saugt sich doch voll, sagt doch nach. Da gehen die Marder und Insekten rein und das entspricht nicht den Anforderungen der ENF. Das sind alles Mythen, 5 Stück, die ich jetzt mal Stück für Stück durchgehe. Brandschutz. Ich schaue mal, wie ich in der Zeit stehe. Ich habe bis 45, richtig? Dann können wir nachher auch noch was anzünden, das macht Spaß. Wenn die Rauchmelder, ja, wir haben Rauchmelder, sind das alles Rauchmelder hier? Das sind keine Rauchmelder. Gut. Das ist eine Sache, da haben wir Bauphysik für Kinder gemacht. Warum sollen, und vor allem auch Mädchen, warum sollen sich Mädchen nicht auch mal mit Bauphysik beschäftigen? Und die sind natürlich vorher geschult worden. Und die haben hier einen Rahmen mit Glaswolle und hier haben sie einen Rahmen mit Zellulose. Und da ist noch ein Stückchen Holz drin. Und dann haben die das ich glaube, 5 Minuten lang beflammt mit diesen Dachdeckerbrennern. Und dann haben wir geschaut, welcher von diesen beiden Dämmstoffen länger durchgehalten hat und das dahinterliegende Holz geschützt hat. Denn darum geht es ja, dass die Holzkonstruktion nicht zusammenbricht, bevor die Menschen, die da in dem brennenden Haus sind, gerettet werden. Nach 15 Sekunden, ich habe Ihnen was Falsches gesagt, 15 Sekunden hat es, ging viel schneller, war das Holz hinter der Glas Wolldämmung durch, was angekokelt. Weil die Glaswolle brennt, Glas brennt ja nicht und deswegen hat es die Einstufung A1, also nicht brennbar und hat einen riesen Vorteil bei den Baugenehmigungsbehörden. Zellulose verzehrt sich an der Oberfläche, also bildet eine Kohleschicht aus bei der Beflammung und diese Kohleschicht verhindert, dass Sauerstoff nachgeführt wird. Und deswegen, wenn man nach 15 Sekunden hier ein bisschen kratzt an der Zellulose, was passiert dann? Man findet dann unverbrannte, also noch helle Zellulose vor und man muss lange graben, bis man an das Holz rankommt. Und hier haben wir sofort das Loch drin und das Holzstückchen ist angebrannt. Das nennt sich A1 und das nennt sich B2 normal entflammbar. Das Schöne ist aber, dass wir zunehmend Feuerwehrgebäude haben, bei denen wir dämmen. Das heißt, die Leute von der Feuerwehr verwenden ganz gerne die Zellulose. Sie kennen nämlich den Unterschied. Die kennen das, dass diese brandschutztechnische Einstufung nicht ganz der Wirklichkeit entspricht. Darf ich Zellulose in der obersten Geschossdecke verwenden? Nicht umsonst, also wir haben Geschossdecken, die F60 oder F90 aushalten müssen, also 60 Minuten Beflammung oder 90 Minuten Beflammung. Und nicht umsonst gibt es diese Unterscheidung in F90A und F90B oder AB. Und das Kürzel AB besagt eben, dass wesentliche Teile aus nicht brennbaren
Dämmstoffen bestehen müssen, aber das sind eben die tragenden und aussteifenden Teile, und die Dämmstoffverfüllung darf auf jeden Fall aus brennbaren Dämmstoffen bestehen. Das ist immer noch die Öffnung, eine große Möglichkeit für die zellulose Einlassdämmung hier angewendet zu werden. Und ist ja, wie ich in dem vorherigen Bild gezeigt habe, in der tatsächlichen Standsicherheit wesentlich höher als die A-Dämmstoffe. Daher können wir das also machen. Die alleroberste Geschossdecke, wenn darüber keine Aufenthalts... kann man hier einen Laser drücken? Nö, kann man nicht. Aber ich kann mal zeigen. Wenn darüber keine Aufenthaltsräume sind, können sowieso normal entflammbar sein, weil da ist ja dann keiner mehr, der geschützt werden muss. Nächster Einwand. Das sagt doch nach. Wieso höre ich das immer nur im Zusammenhang mit Zellulose? Ich habe Ihnen mal hier ein Bild mitgebracht. Vorhin bei den Abseiten haben wir auch diese nachgesagte Matte gesehen. Zellulose und Holzfaser-Einlassdämmung auch, das wird Ihnen der Kollege, der nach mir kommt, bestätigen, wird nicht nur irgendwie eingeblasen, nach dem Frau-Holle-Prinzip, lass es schneien, sondern wenn wir geschlossene Hohlräume haben mit festen Außenbegrenzungen, dann wird es maschinell verdichtet. Die maschinelle Verdichtung hat noch einen anderen Namen, die nennt sich auch setzungsfreie Verdichtung. Diese setzungsfreie Verdichtung ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Einbauvorgangs, um eben sowas, was hier bei der Glaswolle gar nicht möglich ist, da können Sie gar keine setzungssichere Verdichtung machen, um sowas bei der zellulose Einlassdämmung hinzukriegen. Nächster Punkt, mein Lieblingstier, der Marder. Mardersicherung, habe ich schon Dächer gesehen, der ist schon fünfmal versucht worden mit Drahtgittern, Stacheldraht, Blechen und so weiter, Beton, Mörtel, den Marder dran zu hindern, da einzudringen. Er findet immer einen Weg. Hier haben wir einen Dach mal aufgemacht, das haben wir gar nicht gedämmt. Das ist mit Zellulose-Einlassdämmung gedämmt worden, aber bevor es uns gab. Und dann sollten wir da ein Dachfenster einbauen. Und haben halt die Ziegel aufgenommen, da wo das Fenster hin sollte. Und er hatte sogar gegen den Marder, weil es das Mardergebiet ist, eine Hartfaserplatte als Unterdeckung genommen. Und der Marder hat sich da problemlos durchgebissen. Und kam dann auf die Zellulose und hat festgestellt, das ist nicht sein Ding, weil es eben nicht so leicht verdichtet werden kann. Wir haben es ja schon verdichtet, also er kann es nicht so gut nachverdichten wie die Glaswollmatte. Und es enthält Salze, die seine Schleimhäute austrocknen. Das mag der Marder auch nicht. Deswegen die Hartfaserplatte hat ihn nicht abgehalten, aber die Zellulose. Dann haben wir das nächste Thema. Ist das allgemein anerkannter Stand der Technik. Und da gab es bis 2012 die Standardregel, das Dach muss innendichter, also an der Warmseite, dichter sein als an der Kaltseite. Und wenn es an der Kaltseite, wenn wir da ein Pappdach haben und wir haben da eine Bitumenschweißbahn drauf und die hatten SD-Wert, sagt der Fachmann, also ein Dampfwiderstand von über 100, ist also absolut dicht, kann auch ein Blech sein. Dann sagte diese Standardregel, da muss an der Warmseite auch eine Dampfsperre sein. Die muss auch absolut dicht sein. Und auf dem Rechenprogramm sieht das dann auch alles ganz toll aus. Wenn nichts reinkommt, dann kann ja auch nichts passieren. Es ist oben dicht, kommt nichts rein, unten dicht, kommt auch nichts rein. Die Wirklichkeit ist aber natürlich, es gibt immer irgendwelche Geschichten. Flankendiffusion, Lampenkabel, aufgehende Klebebänder, die nicht gehalten haben. Es kommt immer irgendwie Feuchtigkeit rein. Hier hatten sie auch noch wirklich in guter Absicht auf dem Dach Dachlüfter, diese Pilzlüfter aufgesetzt. Und die haben auch, hier sehen wir die Löcher davon, die haben auch diesen Bereich von Schäden freigehalten. Was es aber nicht dran gehindert hat, im hinteren Bereich, wo die Dachlüfter von ihrer Reichweite ja nicht kamen, eben doch Kondenswasserschäden entstehen zu lassen. Und zum Teil richtig dicke Pilze. Mit einer Zellulose-Einlassdämmung füllt man das rappelvoll,
verdichtet, ganz wichtig, absolut setzungssichere Verdichtung herstellen, damit die Zellulose gegen diese Dachschalung drückt, damit die Pilzlüfter brauchen wir nicht, unnötige Durchdringung. Wenn irgendwo für eine logische Sekunde an der Schalung Kondenswasser entsteht, wird es weggesogen und in die Zellulose reingesogen, weil die ja saugfähig ist. Und saugfähig heißt in diesem Fall eine Dekonzentration. Das heißt, Wasser entsteht irgendwo, stellen Sie sich ein Löschblatt vor, ein Tropfen fällt drauf, das Löschblatt zieht das Wasser auseinander. Und durch die Dekonzentration kriegen wir eine höhere Sicherheit und Fehlertoleranz hin. Da haben wir das Löschblatt. Da haben wir die Pfeile, das ist nochmal ein bisschen visualisiert. Und die feuchteren Zonen werden trockener, die trockenen werden ein bisschen feuchter. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, das kommt nachher noch. Das geht zu schnell. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, was die Zellulose genau im Diffusionsfall macht, wenn nämlich die Dampfsperre fehlt und wir es trotzdem einflocken und die Abseitenwand oder die Innengrenzwand eben einfach nur eine Gipskarton oder eine Holzwand ist. So. Ist das anerkannt? Also, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt an diesem Bild mit den Dachlüftern und dem Schimmelpilz an der Warmseite. Wir haben zwei DINs, mit denen wir gekämpft haben. Die 68800-2 und die andere, die Tauwasserschutz, DIN 4108-3. Die haben bis 2012 beziehungsweise 2012 bis 2014 vorgeschrieben, dass zum konstruktiven Holzschutz eben eine Dampfsperre gehört mit diesen entsprechenden Schäden. Quadratkilometerweise Dächer sind dadurch kaputt gegangen. Das Entscheidende ist, dass man schon in den 90er Jahren nachlesen konnte, bei Robert Borschlags und Hartwig Künzel, so heißen die, dass man in der Wirklichkeit eben immer damit rechnen muss, dass ein Dach nicht so funktioniert, wie es gedacht ist, dass irgendwo Schäden sind, dass irgendwo Risse reinkommen. Und die haben plädiert für eine größere Fehlertoleranz und haben eben gesagt, es funktioniert anders, hohlraumfrei verdichten, sorptiver Dämmstoff, also saugfähiger Dämmstoff und eine Rücktrocknungsmöglichkeit, indem man an der Warmseite, oh Schreck, aus Sicht der Oldschool-Dampfsperrevertreter, an der Warmseite keine Dampfsperre einbaut, sondern eine Dampfbremse. Später, eine Dampfbremse ist ein Dampfdiffusionswiderstand von ungefähr 0,5 bis 10 Metern. Und später wurde dann noch die feuchte variable Dampfbremse entwickelt. Das ist eine Dampfbremsfolie, die in der Lage ist, im Winter den Diffusionswiderstand auf 25 oder 50 Meter zu erhöhen, je nachdem, welcher Hersteller es ist, und im Sommer auf 0,25 oder 0,3 oder sowas zu senken, sodass wir praktisch so eine Art Sperrklinkeneffekt haben. Es geht immer mehr raus, als rein kann. Und das ist natürlich unlogisch. Es kommt das, was trotzdem reinkommt, ist natürlich das, was ungeplanterweise reinkommt. Und das kann eben im Sommer raus, wenn die Sonne auf das Dach bratzt. Zum Glück, also 20 Jahre haben wir gebraucht, bis diese Erkenntnis dann auch in den DIN-Ausschüssen umgesetzt worden ist. Das heißt, 20 Jahre lang haben die Einblasdämmer eigentlich außerhalb des allgemein anerkannten Standes der Technik gearbeitet, würden wahrscheinlich im Gerichtsverfahren meistens baden gehen, ist aber nicht passiert, weil die Kunden natürlich zufrieden waren und das Dach funktioniert hat. Wir haben das ja auch in dieser Zeit, wir haben 2008 angefangen, wir haben in dieser Zeit einfach mit Kundenaufklärung gearbeitet, haben ihnen Fachartikel zugeschickt und haben ihnen gesagt, tut mir leid, im Bau dauert die Diffusion von Wissen eben viel länger als die Diffusion von Feuchtigkeit, nämlich 20 bis 50 Jahre. Dann kommen wir noch zum Thema Einblasdämmprivileg, weil ich gerade bei der ENF war. Also ENF heißt Energieeinsparverordnung.
Energieeinsparverordnung sind ganz wenige Fälle definiert, in denen man sanieren muss, nämlich die oberste Geschossdecke. Generell ist aber so, wenn man ein Bauteil anfasst, muss man eine gewisse Mindestdämmung einbauen. Das ist meistens die 0,24 WM²K. Das sind also 0,24 Watt pro Quadratmeter bei einem Grad Kelvin Differenz zwischen Innentemperatur im Raum und Außentemperatur. So, diese 0,24 M²K sind eigentlich so der Standardwert, den in den meisten Fällen die INF vorschreibt. Den kriegt man natürlich nicht mit jeder Dämmschicht erreicht. Vor allem, wenn wir in der Altbausanierung, was unser Kerngebiet ist, Hohlräume verfüllen, dann verfüllen wir die Hohlräume so, wie sie sind. Um die 0,24 M²K zu erreichen, brauche ich aber mindestens 16 cm Dämmschicht. Wenn ich noch Sparren dazwischen habe, dann brauche ich auch noch mehr als 16 cm. Da komme ich auf bis zu 18, 20 cm erforderliche Dämmschicht. Dann wäre ohne dieses sogenannte Einblasdämmprivileg, wäre es nicht ENEF-konform, wenn ich für sehr kleines Geld diese Dachschräge dämme. Jetzt ist es ja so, eine Dachschrägendämmung im Einblasverfahren kostet ungefähr 20 bis 30 Euro. Eine Dachschrägendämmung im konventionellen Verfahren, wenn ich dann also die nötigen 20 Zentimeter erreichen will, kostet ungefähr das Vierfache. Dann würde man durch das Beharren auf den 0,24 WM²K und dadurch vierfache Kosten enorme Quadratkilometer an Dächerdämmung verhindern. Man würde praktisch sie verbieten und das Gegenteil von dem erreichen, was man will. Deswegen sagt das Einblasdämmprivileg, wenn du einen Hohlraum hast in einem Altbau und du verfüllst diesen Hohlraum mit Dämmstoff, dann ist das immer gut. Und das ist immer ENEF-konform. Es ist dummerweise nur sehr versteckt in der ENEF dargestellt, für Außenwände an einer anderen Stelle als für Dächer und oberste Geschossdecken und wiederum an einer anderen Stelle für Kellerdecken. Und es ist sehr verschwurbelt formuliert. Deswegen habe ich diesen Begriff des Einblasdämmprivilegs formuliert, damit man das in einem Wort fassen kann. Wir haben hier nochmal eine Darstellung. 20 Minuten schon rum oder habe ich noch? Oh, das kriege ich. Da bin ich vorher fertig. Wir haben hier eine Darstellung dieses Daches, sie ändern sich mit den Pilzlüftern und dem Holzschwamm an der Dachschalung. Ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert. Das ist jetzt erstmal mit Glaswolle. Wir haben hier die Dampfsperre oder Dampfbremse oder vielleicht auch keine, sondern nur eine Gipskartonplatte oder eben eine insuffiziente Dampfsperre. Und es kommt irgendwie Feuchtigkeit rein. So, wandert sie durch die Dämmschicht durch. Jetzt ist es ja so, Sie haben hier eine niedrigere Temperatur als hier. Hier haben wir im Idealfall immer so um die 20 Grad. Hier haben wir irgendwas zwischen 10 und 0 Grad und hier ist Außentemperatur. So, was bewegt die feuchte Moleküle, was motiviert sie weiter zu wandern? Naja, kalte Luft kann wesentlich weniger Feuchtigkeit aufnehmen. Und hier haben wir 60% Luftfeuchtigkeit. Hier haben wir dann auch 60, aber es wandert es weiter, es kondensiert hier aus. Ich zeige Ihnen das mal hier. So, das diffundiert hier durch, solange es hier trockener ist. Und sobald diese 60% hier in die Dachschalung kommen, kondensieren sie aus. So, durch dieses Auskondensieren wird dieser Raum ja praktisch wieder nachgetrocknet. Dadurch entsteht wieder eine Differenz von hier 60%, hier 50 oder 40%, weil hier das Wasser weggezogen worden ist aus der Luft und rauskondensiert ist. Und es zieht immer wieder Wasser nach. Und irgendwann regnet es und irgendwann gibt es hier Pfützen auf der Dampfbrems- oder Dampfsperrfolie. Das sieht jetzt hier sehr theoretisch aus. Ich glaube, ich habe jetzt hier mal ein Bild, wie das in der Praxis aussieht. Wenn wir Flachdächer aufmachen, die mit Mineralwolle gedämmt sind und die noch einen Hohlraum haben, sehen wir fast
immer dieses Bild. Auch im Sommer, das ist das Schöne, das hier war natürlich auch im Sommer, weil es sind natürlich durch das Kondenswasser werden irgendwelche Rückstände mitgenommen, wenn es austropft und man sieht einfach diese Wasserflecken. Das ist jedes Mal so. Hier ist es auch noch lustigerweise so, die Mineralwollmatten sind falsch rum reingelegt worden mit der Aluschicht nach oben. Trotzdem hatten sie hier eine Dampfsperre. Also ist irgendwie alles falsch gemacht worden, was man sich vorstellen kann. Ein paar Styroporplatten liegen auch noch drin. Jedenfalls, gemeinsamer Nenner, es gibt immer diese Pfützen. Jetzt zeige ich Ihnen, wie das bei Zellulose passiert. Wir haben hier das ideale Dach. Wieder oben ist es also ein Flachdach. Ich rede jetzt von Flachdächern, weil bei Flachdächern, das ist das Kompliziertere. Beim Schrägdach haben sie es einfacher. Da haben sie es innen diffusionsdicht, die Dampfsperre. Und außen haben sie eine Unterspannbahn, die ist diffusionsoffen. Die Feuchtigkeit kann immer nach außen weg. Beim Flachdach habe ich das nicht so. Da habe ich außen diese Dachpappe oder ein Blech, also habe ich ein richtiges Feuchtgefängnis und da muss ich zusehen, dass ich mit dem Feuchtigkeit, mit dem Wasser, was reinkommt, irgendwas anstellen kann. Jetzt kommt die Feuchtigkeit rein. Wenn sie hier auskondensieren will, wird sie hier weggesogen von der Zellulose. Sie erinnert sich an das Löschblatt und wird wieder gleichmäßig umverteilt. Und sie pendelt immer. Ich habe noch eine Animation, die kann ich aber hier nicht abspielen. Es bildet sich ein dynamisches Gleichgewicht. Dadurch, dass die Feuchtigkeit, wenn sie hier für eine logische Sekunde entsteht, sofort auseinandergezogen wird, haben wir irgendwann mal hier 60% und hier 60% Luftfeuchtigkeit. Und damit ist der Motor für die Wassermolekülwanderung aus. Es bleibt einfach stehen. Aber noch irgendwas dazu? Ich glaube, das ist die Wirkungskette, genau. Wir haben den Löschblatteffekt, wir haben eine feuchte Homogenisierung, ein schönes Wort. Wir haben nicht mehr dieses Bild, was wir hier hatten, mit einer sehr heterogenen Verteilung der Feuchtigkeit, sondern wir haben eine feuchte Homogenisierung. Eine Dekonzentration, die Porenluftfeuchtigkeit ist auch ein schönes Wort, also die Luftfeuchtigkeit zwischen den einzelnen Dämmfasern. Porenluftfeuchtigkeit an der warmen Seite des Dämmkörpers, also hier irgendwo, steigt. Und wenn es die gleiche Feuchtigkeit hier gibt wie hier, dann haben wir die sogenannte Ausgleichsfeuchte erreicht. Und die feuchte Migration stoppt. Ganz viele Fachbegriffe. Es gibt ein Berechnungsverfahren, das sogenannte Glaser-Verfahren. Das Glaser-Verfahren können Sie inzwischen auf x Seiten im Internet anwenden. Früher hatten das auch alle Architekten oder bis heute haben das alle Architektenprogramme mit drin. Das Glaser-Verfahren ist schnell, es ist sehr billig, es ist, liefert sofort Ergebnisse und auch wir rechnen fast nur nach dem Glaser-Verfahren, aber es hat Schwächen oder es hat Lücken und die muss man einfach kennen. Und das Glaser-Verfahren berücksichtigt diese sorptiven Umverteilungsvorgänge nicht. Man hat nirgendwo im Glaser-Verfahren ein Feld, wo man eingibt, Sorptionsenthalpie des Dämmstoffes. Und ich muss schmunzeln, weil es gibt einen Fachartikel, der heißt zur Sorptionsenthalpie von Baustoffen. Und da wird auf 10 Seiten Ingenieursdeutsch erklärt, dass wenn ein Dämmstoff oder Baustoff saugfähig ist, dass er dann im Mittel trockener ist. Das weiß ich auch so, wenn ich mir ein Löschblatt angucke. Das ist aber alles lange bekannt in der Fachwelt, bei den Architekten leider immer noch oft nicht. Die sehen das Glaser-Verfahren, wenden es an, stellen fest, an der Kaltseite gibt es Kondenswasser, passt nicht, kann ich nicht machen, baue ich eine Angstluftschicht ein. Es gibt ein anderes Verfahren, das nennt sich Wärme und Feuchte instationär, genau. Das ist das sogenannte WUFI-Verfahren und es gibt auch noch inzwischen noch weitere hygrothermische, fällt mir nachher ein,
Hygrovariable-Rechenverfahren. Jedenfalls WUFI ist das bekannteste. Und eine WUFI-Berechnung habe ich Ihnen mal hier abgebildet, sieht so aus. Sie haben hier die Jahre und Sie haben hier die Feuchtigkeit und Sie haben hier vielleicht den ersten Anstieg an Feuchtigkeit noch mit Baufeucht und so weiter. Und dann pendelt das über die Jahre. Und im Sommer trocknet es aus und im Winter feuchtet es wieder auf. Und das Einzige ist, was bei einem WUFI-Verfahren eben nicht passieren darf, dann ist das Bauteil falsch geplant, ist, wenn Sie eine Zackenkurve haben, die langsam ansteigt. Und so ist es zum Beispiel bei diesem Flachdach, was ich ganz am Anfang abgebildet hatte, mit den Pilzlüftern und den Schimmelpilzen beziehungsweise Holzschwammpilzen. Da hätte das in der WUFI-Darstellung so ausgesehen, wenn Sie es an der warmen Seite dicht machen und an der kalten Seite dicht machen. Das ist nochmal ein Beispiel für ein mittelgut gedachtes Dach, mittelrobustes, weil wir hier eine Luftschicht haben. Also auch Zellulose ist kein Allheilmittel. Wenn ich einen Hohlraum habe, den ich nicht ganz vollfüllen kann mit Zellulose, weil es einfach, Sie haben eine gerade Innendecke, Sie haben leicht geneigtes Pultdach, der Hohlraum dazwischen fängt an der Traufseite an mit vielleicht 16 Zentimetern und steigt dann auf 1,20 Meter oder sowas. Das können Sie nicht alles vollballern mit Zellulose, die 1,20 Meter. Das wird zu schwer, das wird zu viel, das wird zu teuer. Also bleiben dann irgendwann mal Luftschichten übrig. Da habe ich mal die Risiken aufgeschrieben. Sie haben Durchdringungen, feuchte Außenluft, Insekten. Sie haben hier feuchte Innenluft und konzentrierte Kondensation. Das ist auch nochmal ein Begriff, der vieles erklärt. Kondensation kennen Sie jetzt alle. Kennen Sie auch alle vom Bierglas, an dem am Sommer die Feuchtigkeitstropfen sich bilden. Konzentrierte Kondensation bedeutet, Sie haben ein Dach, das hat außen noch eine Dachlandschaft. Da sind Häuser drumherum, da steht ein Schornstein drauf und so weiter. Die Dachoberfläche bei einem leicht geneigten Pultdach oder einem Flachdach ist nie ganz homogen. Das heißt, Sie haben immer irgendwo einen aller kältesten Punkt. Und die ganze Feuchtigkeit, die hier hochdiffundiert und die sich hier in dem Raum sammelt, kondensiert an einem Punkt aus, dieser eine blöde kälteste Punkt. Und deswegen ist ein Dach mit einem Hohlraum, diesen sogenannten Angsthohlräumen, immer viel gefährlicher, als man denkt. Man denkt, ach, Hohlraum kann überlüftet werden, alles gut. Nein, es ist gerade höchst gefährlich, weil an diesem einen kältesten Punkt, der ist natürlich immer der kälteste Punkt, kondensiert das Wasser aus und da ist es dann eben schadensträchtig. Da kann dann eben was passieren. So. Wir fassen mal zusammen. Der Luftstrom bringt Tauwasser von außerhalb ein. Übrigens auch, wenn Sie das hier belüften, kann es auch sein, dass in bestimmten Wetterkonstellationen feuchte Luft, also gerade in den frühen Morgenstunden, so zwischen 5 und 6 Uhr, hat die Luft eine sehr hohe Feuchtigkeit, kann hier eindringen und kann sogar von außen noch Feuchtigkeit reinbringen. Luftstrom bringt Tauwasser von außerhalb ein, das an der ausgekühlten Wetterschale auskondensiert. Eine überlüftete Dämmschicht fördert die Konvektion feuchtwarmer Innenluft. Das ist durch die Leckagen, die von innen kommen. Die Wetterschale ist nicht überall gleich kalt, das hatte ich eben erklärt. Kälteste Stelle. Und Sie haben, wenn Sie diese Angstpilze für die Belüftung haben, haben Sie Durchdringungen. Und das sind Sollbruchstellen für spätere Undichtigkeiten. Und natürlich, es können Insekten und Marder rein. Ich bin immer noch bei der Feuchtigkeit.
dann habe ich den Kunden das also lang und breit erklärt mit der Feuchtigkeit und der Hohlraumfreiheit und dass die Diffusion kein Problem ist bei einer hohlraumfreien Dämmung und die Konvektion ist auch keine, weil es kann sich ja gar keine Luft mehr drin bewegen. Und so, und dann sagt er, ja, das klingt alles sehr glaubwürdig von Ihnen, machen Sie ja toll, aber Sie sind der Erste, der mir das sagt. Das höre ich relativ häufig. Und diese ganzen Fachartikel, die Sie mir noch geschickt haben, die kann ich gar nicht alle durchlesen, ich kann die auch gar nicht bewerten und so. Ich fühle mich immer noch unsicher. Habe ich öfter mal. Und dann kommt eine Sache, die dann meistens doch funktioniert, obwohl es nimmt schon ab. Also ich merke, dass bei den Kunden der Erklärungsbedarf sinkt. Jedenfalls mein Trumpf ist dann immer, okay, wir machen feuchte Messpunkte rein. Und wir haben dazu dieses Verfahren entwickelt. Man nimmt einfach eine Konterlatte, also 3x4 cm, Schraube einmal reindrehen, wieder raus, abisoliertes Kabel rein, Schraube wieder reindrehen. Das zweimal im Abstand von 25 mm. Denn bei 25 mm ist genau der Abstand von diesen feuchten Messgeräten, die wir dann mitliefern. So, da kommen die zwei Kabel da rein. Und dann wird die Latte reingeschoben und das andere Ende der Kabel wird hier in einem kleinen Kunststoffwinkel vernietet und dann kann man da das feuchte Messgerät ranhalten. Das ist halt nicht so, dass dieser Messpunkt von selber schreit, wenn Feuchtigkeit anfällt. Man muss es halt, je nachdem wie ängstlich man ist, jedes Mal ablesen. Aber man hat die Sicherheit, auch an einem weit entfernten Punkt, wo ich nicht hinkomme, weiß ich, wie die Feuchtigkeit im Holz ist. So, das Einlassdämmprivileg bringe ich nochmal an. Ich hatte vorhin, also jetzt haben wir praktisch dem Bauherrn Sicherheit verschafft, dass die Feuchtigkeit nicht das Problem ist und dass das Dach trocken bleibt und dass er keine Hohlräume braucht. Jetzt habe ich noch eine, es ist in der Reihenfolge ein bisschen ungünstig, ich schlage nochmal zurück zum Einblasdämmprivileg und erkläre, warum das so wichtig ist. Wenn Sie eine Holzbalkendecke haben, eine traditionelle Holzbalkendecke, unten Holzschalung, Putz auf Schilfmatten, dann ein Hohlraum, dann ist da meistens noch ein Blindboden drin, eine Schüttung drauf, dann wieder ein Hohlraum und dann kommt die Dielung oben. Das hat einen U-Wert von ungefähr 0,9 bis 1,5. Die Spanne ist relativ breit, weil es hängt davon ab, wie dick ist die Schüttung, wie hoch ist der Holzbalken, wie gut ist die Luftschicht in dem Holz, in dem Balkenfeld belüftet. Also trotzdem 0,9 bis 1,5 Watt pro Quadratmeter Kelvin ist relativ viel. Da müssten wir eigentlich hin, 0,24. Also ist das ungefähr 4 bis 6 Mal weniger Wärmedurchgang. So. Wenn wir jetzt einen Hohlraum vorfinden in dieser Decke von 5 cm Dicke, dann haben wir auf jeden Fall die 0,45 erreicht. Das heißt, wir haben uns zwischen 0,44 oder 1,05, je nachdem, wo wir ursprünglich gestartet sind, haben wir uns um diesen Wert verbessert. Das heißt, wir haben den Wärmedurchgang entweder halbiert oder sogar auf ein Drittel gebracht mit läppischen 5 cm Dämmschicht. Das muss man den Passivhausleuten immer wieder einbläuen, weil in der Passivhauswelt denkt man eher so in 30 cm Dämmschicht, 30 bis 35, sogar 40 manchmal. Das sind dann nicht mehr Passiv-, sondern Plus-Energiehäuser. 5 cm Dämmschicht bringen schon so viel. Wenn wir jetzt diese Dämmschicht verdoppeln, also wir können sie ja nicht verdoppeln, aber wenn wir eine doppelt so dicke Luftschicht vorfinden, so muss man das sagen, dann haben wir das reduziert auf 0,29, immer noch nicht nach dem ENERF-Standardwert passend. Ohne das Einblasdämmprivileg wäre diese Decke, dürfte man sie immer noch nicht dämmen und müsste sich mit den 0,9 bis 1,5 zufrieden geben, deswegen ist das so wichtig. Aber was es auch zeigt, ist, doppelt so dick ist nicht doppelt so effizient. Wir haben ja hier 0,44 mindestens an Vorteil gehabt.
wenn wir jetzt mit den nochmal 5 Zentimetern drauf nochmal 0,44 besser hätten, dann hätten wir ja schon, wären wir ja schon auf 0. In anderen Worten, jeder zusätzliche Zentimeter an Dämmschicht bringt weniger als der vorherige Zentimeter. Oder wie Robert Borsch-Lax so schön sagt, wo nichts ist an Dämmung, hilft wenig viel. Wir haben das hier noch weitergetrieben mit 17 Zentimetern. Das ist eine übliche Luftschichtstärke, die man so kriegt. Haben wir es dann von 0,29 auf 0,24 reduziert, den Wärmedurchgang. Da kann man also sehen, wie wichtig in der Altbausanierung dieses Einblasdämmprivileg ist. Und nicht nur als Rechtsfigur, sondern auch als Aufforderung sozusagen in Altbauten für wenig Geld, völlig unsichtbar, ohne jede Beeinträchtigung, den energetischen Durchgang zu verbessern. Wir haben jetzt einige dieser Bedenken und Mythen mal abgearbeitet. Ich klicke jetzt mal nicht zurück, aber ich bitte Sie noch mal kurz vor Ihrem geistigen Auge diese Motivationsmatrix aufzurufen, wo wir gesagt haben, wir haben egoistische Argumente, wir haben altruistische Argumente und wir haben bauphysikalische Argumente. Und die Bedenken, die gegenüber einer Zellulose-Einblasdämmung oder auch einer Holzfaser-Einblasdämmung immer wieder geäußert werden, bewegen sich auch immer auf diesen drei Ebenen, egoistisch, altruistisch und bauphysikalisch. Und wir haben sie eigentlich alle abgearbeitet. Und brennen darf es auch nicht. Angezündet haben wir noch nichts. Das hängt davon ab, wie viel Zeit wir noch haben. Es reicht. Gut. Die Zeit reicht nicht, genau. Aber die ausgefüllte Zeit reicht. So ist es. Und dann komme ich jetzt zu meiner Schlussfolie. Ist das anerkannt zum Thema Erkenntnisfortschritt? Wir haben viel von Diffusion von Feuchtigkeit gesprochen. Wie lange dauert die Diffusion von Wissen? Das ist gerade im Bauwesen eine enorm lange Zeit. Ich habe mal ein ganz haptisches Beispiel gebracht, die Klospülung. Die wurde bis in die 70er Jahre ganz oben in dem Kasten eingebaut. Wassertoiletten gibt es seit der Jahrhundertwende, 1900. Man hat wirklich 70 Jahre lang den Kasten ganz oben angebracht, weil man dachte, das Wasser hat mehr Wumms. Man hätte sich auch schon in den 30er Jahren ausrechnen können, dass der Fließwiderstand des Rohres diese Höhe wieder aufhebt. Man hat auch die Mehrkosten in Kauf genommen. Man hat einfach nicht nachgedacht. Man hat einfach so gebaut, wie man immer schon gebaut hat und wie alle denken, dass es richtig wäre. Die Menschheit flog zum Mond und spülte aus 2,50 Meter. Und so ungefähr ist es mit der Diffusion von Wissen auch in der Dämmgeschichte. Und ich hatte Ihnen das ja mit den DINs, mit der Tauwasser-DIN und der Holzschutz-DIN erklärt. Das hat immerhin nicht mehr 70, sondern nur noch 20 Jahre gedauert. Und die Feuchtevariablen, Dampfbremsen kamen ja schon in den 90ern. Genau, die DIN brauchte über 20 Jahre, um diese Erkenntnis umzusetzen. Deswegen, wenn Sie als Architekt gegenüber einem Bauherrn die Einblasdämmung argumentativ vertreten wollen oder wenn Sie als Bauherr gegenüber Ihrem Architekten, was auch oft vorkommt, das Thema vertreten wollen, Sie treffen auf Widerstände, lassen sich nicht ins Boxhorn jagen und schauen Sie ab und zu mal auf www.einblasdämmung.de. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr von Stein, für diesen sehr informativen Vortrag. Wir haben auch ein paar Fragen aus dem Netz. Oh, schön. Und zwar, die erste Frage ist, wie ist es mit brennhemmenden Mitteln, mit der die Zellulose gegebenenfalls versetzt ist? Ja, da sind flammhemmende Mittel in der Zellulose drin. Und zwar sind das Salze. Und man hat angefangen mit Borsalzen. Also Borsalz ist ein Material, das wird seit 1850 im Holzschutz verwendet. Das ist ein ganz altes Holzschutzmittel. Und Borsalz ist so um 2008 bis 2010 über die EU-REACH-Richtlinie ein bisschen in Verruf geraten. Da gab es ein Experiment mit Ratten, in die Borsalzkonzentrationen injiziert worden sind in einer Größe, die sie oral nicht mehr hätten aufnehmen können. Und dann hat man festgestellt, dass die Fortpflanzungsfreudigkeit der Ratten ein bisschen abgenommen hat. Borsalz ist inzwischen rehabilitiert. In der Zwischenzeit hatte man Aluminiumhydroxid verwendet.
was sie vom Deo kennen, was ich eigentlich unappetitlicher finde. Jetzt sagen die Hersteller gar nichts mehr. Also ich kriege nichts mehr raus, was für Salze sie verwenden. Man kommt aber wieder weg vom Aluminiumhydroxid und verwendet wieder mehr Bohrsalze. Okay, und aber hat dieses Versetzen der Zellulose Einfluss auf die Rezyklierbarkeit des Stoffes oder beziehungsweise der Entsorgung? Die Entsorgung, sagen die Hersteller, ist völlig problemlos. Ich muss das ein bisschen einschränken. Mhm. Also die Hersteller sagen, wenn ihr es wirklich nachgewiesenermaßen sortenrein und mit dem Produktdatenblatt von damals in der damaligen Zusammensetzung uns wieder zurückliefert, dann verwenden wir das, dann nehmen wir das kostenlos zurück. Aber in der Regel, gerade in der Altbausanierung, ist dann immer irgendwie ein bisschen Mineralwolle drin. Fakt ist, es wird dann verbrannt. Ich habe aber mit einer thermischen Verwertung von Abfällen in dem Falle, wenn keine giftigen Abgase entstehen, überhaupt keine Probleme. Okay, vielen Dank dazu. Dann noch eine andere Frage zum Thema Brandschutz. Wie ist es denn, wenn die Zellulose nicht so stark verdichtet ist, sondern eher locker verteilt und dann eben entsprechend viel Sauerstoff vorhanden ist? Wie steht es dann um den Brandschutz? Also dann glimmt es. Es brennt auch nicht lichterloh. Sie finden auf meiner Homepage auch unter Brandschutz ein Video. Da hat man drei kleine Häuser mit USB-Platten zusammengenagelt in den USA in den 90ern und hat die angezündet. Und das Haus mit der Zellulose hat am längsten gehalten. Gleichwohl, je dichter das natürlich verdichtet ist, desto weniger Sauerstoff ist drin, desto länger hält es. Das ist ganz klar. Aber es geht, auch wenn es fluffig ist, offen aufgeblasen, es glimmt nur ein bisschen. Mehr passiert wirklich nicht. Okay, vielen Dank. Und noch eine weitere Frage. Wie hoch ist der Bleigehalt in der Einblasdämmung, in Klammern Druckerschwärze? Blei ist in die Druckerschwärze gekommen über den Bleisatz. Und der Bleisatz existiert, glaube ich, seit den 80er Jahren nicht mehr. Und seitdem gibt es auch kein Blei mehr in der Druckerschwärze. Genau. Genau, also wenn es noch weitere Fragen gibt, gerne jetzt noch stellen. Ansonsten würde ich auch übergeben an Herrn Putin. Noch zwei Leute. Okay, dann warten wir die noch zwei Sekunden ab. Dann nutze ich mal kurz die Zeit. Ich mache mal eins. Das mache ich doch zu gerne. Ich habe hier ein bisschen Zellulose. Und darf ich nicht? Auch würde ich sogar. Wir haben leider ein bisschen Angst hier mit unseren Rauchmeldern. Es ist, die Rauchentwicklung ist auch so schwach, dass die Rauchmelder bisher nie angeschlagen haben. Okay. So, kommt noch eine Frage? Ja, da gucken wir jetzt mal, ob noch eine weitere Frage kommt. Okay, dann vielen Dank nochmal und ich übergebe an der Stelle an Herrn Fortin von der Firma Steico. Ja, einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Holger Portin. Wir senden ja hier aus Berlin. Bin ein Kind dieser Stadt und seit 10 Jahren für die Firma Steico unterwegs hier im Nordosten unseres schönen Bundesgebietes als Vertriebsmitarbeiter und darf Ihnen heute ein bisschen was über Holzfaserdämmstoffe erzählen. Wir haben ja heute im Vorvortrag jetzt schon einige Dinge gehört über nachhaltiges Dämmen. Wir ergänzen das Ganze durch eben unsere Produkte, die wir so herstellen und die Firma Steico selber, die sich mit dieser Herstellung von Holzfaserdämmstoffen und auch mit der Herstellung von Zellulosedämmung beschäftigt, wird in diesem Jahr 33 Jahre alt. Wir sind europaweit mit verschiedenen Produktionsstandorten vertreten und der Firmenstammsitz der Aktiengesellschaft Steico SE ist in der bayerischen Landeshauptstadt am Stadtrand dort im Ortsteil Feldkirchen zu finden. Wie bereits erwähnt, wir beschäftigen uns mit der Herstellung von
Faserdämmstoffen. Wir beschäftigen uns allerdings auch mit der Herstellung von hochmodernen, konstruktiven Holzbauprodukten. Stegträger und Furnierschichtholz wäre da zu nennen und runden das Ganze heute natürlich mit entsprechenden Systemkomponenten ab, die wir dann aktiv draußen am Markt in unserem Steico-Bausystem vermarkten. Bevor wir zum Thema Holzfaserdämmstoffe kommen, würde ich Sie ganz gerne mitnehmen auf eine kleine Reise. Und wir sollten mal darüber sprechen, warum dämmt der Mensch überhaupt und was hat ihn bewogen? Als der Mensch irgendwann merkte, man kann in Häusern wohnen, ob nun da, wo es sehr, sehr kalt ist oder ob es da, wo es sehr, sehr warm ist, passiert, musste er sich entsprechend schützen vor Kälte und vor Hitze. Das Ganze ist in den kalten Regionen konstruktiv geschehen durch runde Konstruktionen. In warmen Regionen hat man relativ schnell erkannt, dass man das wunderbar mit Naturmaterialien machen kann. Lehm, Stroh, Holz, das waren Dämmstoffe der frühen Anfangszeit, die sich aktuell beliebtester Renaissance erfreuen und dann an der Stelle auch Mainstream geworden sind und nicht nur, wie gesagt, für Dämmromantiker, für Ökologen, sondern heute auch für jedermann erhältlich sind. Irgendwann entwickelte sich die Menschheit weiter. Industrialisierung war ein Riesenthema und Energie wurde plötzlich teuer. Man musste sich darüber Gedanken machen, wie können wir Energieverschwendung begrenzen. Und da kam das erste Mal so richtig um 1848 Dämmstoffe ins Gespräch, die dann also auch im großen Stile eingesetzt worden sind. Getrieben durch die Lebensmittelindustrie, die Bierbrauer waren die ersten, die Dämmung brauchten und da wurden Naturmaterialien verwendet. Man soll es kaum glauben, es waren Holzfaserdämmstoffe, die dort als erste Dämmstoffe eingesetzt worden sind. Dann hat man festgestellt, man kann an der Stelle auch ganz gut Holzbau betreiben und hier in im Osten der schönen Bundesrepublik, damals in den 20er Jahren, halt zum Zeitalter der Weimarer Republik, hat man dann an der Stelle die Firma Unmark und Christoph und Unmark gegründet in der Nähe von Bautzen in Nieski. Dort, getrieben durch den bekannten Architekten Konrad Wachsmann, wurde der moderne Holzbau entwickelt. Und das wohl bekannteste Haus, was übrig geblieben ist von dem, was er da so gemacht hat, ist in der Nähe von Potsdam, das Einsteinhaus, was am Ende auch damals schon mit nachhaltigen Dämmmaterialien aus Holz und Zellulose gedämmt worden ist. Dann kam das Zeitalter, die traurige Kapitel der deutschen Geschichte. Die Kriege zerstörten das Land und nach 45 wurde massiv aufgebaut und man musste an der Stelle viel Wohnraum schaffen und es wurden relativ schnell Gebäude entwickelt und hochgezogen. Und Anfang der 50er Jahre merkte man dann auch, dass so ein schnelles Bauen auch entsprechend bauphysikalische Probleme mit sich bringt und es wurden dort dann versucht, dem Ganzen entgegenzuwirken. Und eins war dann halt, dass man da sagte, wir müssen halt mehr dämmen und dann begann im Endeffekt der große Dämmwahn, getrieben durch die chemische Industrie, durch konventionelle Dämmstoffe, weil man letztendlich alternative Dämmmethoden irgendwo in Vergessenheit geraten sind und sich im Endeffekt auch diese konventionellen Dämmstoffe, die wir kennen, relativ schnell und kostengünstig herstellen ließen. Und dann begann halt das große Dämmen, getrieben natürlich auch in den 70er Jahren durch die Ölkrise, wo die Energiekosten noch weiter in die Höhe schnellten. Ja, dann irgendwann in den 80er Jahren ging die Firma Steico ans Netz und beschäftigte sich dann von Anfang an mit der Herstellung von nachhaltigen Dämmstoffen und brachte sie ganz langsam und behutsam in den Markt. Heute sind wir ein großes Unternehmen mit über 1700 Mitarbeitern, was letztendlich die Produkte dann mittlerweile, kann man sagen, weltweit vermarktet. Getrieben durch den Klimawandel, wir müssen an der Stelle sehen, dass wir den Gebäudebestand energetisch aufmotzen, dass wir neu gebaute Gebäude in den Passivhaus- oder Energie-Plus-Bereich bringen. Und das gelingt uns halt wunderbar heute tatsächlich mit auch nachhaltigen Dämmmaterialien. Das gelingt uns wunderbar mit dem modernen Holzbau. Zur Herstellung der Produkte
verwenden wir grundsätzlich frisches Holz, was zu 100% aus der Durchforstung kommt. Sprich, wir ernten das Holz, was aus dem Wald raus muss, damit der Wald gesund leben kann. Und eins sei hier an der Stelle erwähnt, in Europa wächst aktuell mehr Wald nach, als er im Prinzip geerntet wird. Und somit können wir hier wirklich von einer nachhaltigen Forstwirtschaft sprechen. Wir müssen das Ganze ja auch über die entsprechenden Labels nachweisen, dass wir im Prinzip Nachhaltigkeit betreiben. Die Technologien, von denen man heute spricht, zur Herstellung von Holzfaserdämmprodukten, würde ich Ihnen ganz gerne mal kurz vorstellen wollen. Auf der einen Seite ist das sehr, sehr alte Verfahren des Nassverfahrens und dann das relativ neue Verfahren, das sogenannte Trockenverfahren. Wenn Sie die Grafik detailliert kurz studieren, dann stellen Sie fest, dass Produkte aus dem Nassverfahren Rohdichten haben jenseits der 160 Kilo bis um die 270 Kilo. Das sind dann im Endeffekt ja am Ende verpresster Holzplatten, kann man ganz klar sagen, die eben aufgrund ihrer geringen Rohdichte eine relativ gute Wärmeleitfähigkeit schon mit sich bringen und auch über den Mühwert, der 5 beträgt, auch sehr, sehr diffusionsoffen sind. Nun sind Lambda-Werte jenseits der 0,40 nicht mehr so ganz populär, so dass man guckte und versuchte, diese ganzen Lambda-Werte besser werden zu lassen. Und dann entwickelte man die sogenannte Trockentechnologie vor circa 15 Jahren. Industriell wird sie umgesetzt seit circa 10 Jahren. Hier halt handelt es sich dann im Endeffekt um Holzfaserprodukte jenseits der 100 Kilo bis maximal 190 Kilogramm Rohdichte, die deutlich diffusionsoffener sind und auch Lambda-Werte mittlerweile sogar unter 0,40 in sich tragen. Holzfaserdämmstoffe, Produktion. Ich sprach davon, dass wir am Anfang immer einen frischen Holzbaum haben. Diesen frischen Holzbaum nehmen wir beim Nassverfahren, hacken ihn in kleine Hackschnitzel und türmen diese auf und lassen die circa 2 Wochen lang liegen. In diesen 2 Wochen setzt natürlich ein entsprechender Gärprozess ein. Gerade wenn man jetzt im Winter in unsere Produktionsstandorte fährt, sieht man es da wunderschön dampfen. Und bei diesem Gärprozess lösen sich ja die Holzinhaltsstoffe, der Holzzucker und die Zellulose. Und dann nehmen wir dieses angegorene Hackschnitzel, schicken es in die Zerfaserung, und diese Zerfaserung, das muss man sich in etwa so vorstellen, wie 2 Mühlensteine, die aufeinander reiben, und dann an der Stelle entsteht ein Faser, eine nasse Holzfaser, die wir dann aufkochen, und ein entsprechender Faserbrei. Und in diesem Faserbrei sind gelöst die Holzinhaltsstoffe, die Zellulose und der Holzzucker. Und wenn wir dann im Endeffekt die Produkte auch aufmotzen müssen, weil sie letztendlich der Verbraucher, der Handwerker oder auch der Planer natürlich in erster Instanz für die äußere Gebäudehülle als zweite wasserführende Schicht benötigt, dann fahren wir dann noch ein Hydrophobierungsmittel mit rein, was dann im Endeffekt uns diesen Einsatz im Außenbereich einer Gebäudehülle ermöglicht. Und dann wird das Ganze auf ein Produktionsband gegeben und durch einen Pressvorgang wird dann im Endeffekt diesen nassen Faserbrei das Wasser entzogen, und beim Wasserentzug haben wir dann einen druckfesten Dämmstoff mit einer Materialstärke von maximal 26 Millimetern. Das reicht als Dämmstoffstärke natürlich heute hinten und vorne nicht. Wir brauchen Dämmstoffstärken 40, 50, 60, 70 und so weiter bis Mitte der 20 Zentimeter, damit wir entsprechende Dämmwerte überhaupt hinbekommen. Da machen wir es dann einfach so, dass wir diese einzelnen kleinen Lamellen von 26 Millimetern miteinander verkleben. Wir nutzen dazu Kaliwasserglas. Der Maler kennt das Ganze als Tiefengrund. Und das verwenden wir dann an der Stelle zum Verkleben der einzelnen Lagen und kriegen dann im Endeffekt Dämmstoffe jenseits der 26 Millimeter kreiert. Wenn das der Markt dann verlangt, dann fahren wir auch noch Nut und Feder Verbindungen zum Beispiel an diese druckfesten Dämmplatten heran, damit sie dann in einer Art Verzahnung in den Konstruktionen verlegt werden können. Alternative dazu ist das sogenannte Trockenverfahren. Hier machen wir jetzt Folgendes. Wir haben am Anfang auch wieder diesen Holzbaum, den wir aus der Durchforstung bekommen haben. Nur wir ziehen ihn dann quasi aus. Wir nehmen ihm seinen Mantel ab, nämlich die Rinde, und haben dann im Endeffekt den Holzbaum ohne Rinde. Zacken den wieder an der Stelle zu Hackschnitzeln,
Die lassen wir jetzt nicht unbedingt 2 Wochen lang liegen, sondern schicken sie sofort in die Zerfaserung. Und dann haben wir hier wieder die nasse Holzfaser, die wir jetzt am Ende trocken brauchen. Und diese Trocknung der Holzfasern, das müssen Sie sich so vorstellen, dass wir diese Fasern durch einen künstlich erzeugten Wirbelstrom schicken. Das ist bei uns ein sogenannter Fasertrockner mit einer Länge im Werk von ca. 350 Metern. Dort schleudern wir quasi wie zu Hause in der Waschmaschine die nasse Faser vorne rein und die kommt dann hinten trocken wieder raus. Und die holzeinen Inhaltsstoffe, die sind uns jetzt an der Stelle eigentlich so relativ egal, weil zur Verklebung verwenden wir hier an der Stelle Purharz und Kunstharz im Endeffekt, was letztendlich dann auf einer Produktionsanlage durch ein Dampf-Luft-Gemisch aktiviert wird und durch einen Pressvorgang erreichen wir dann im Endeffekt oder haben wir dann die Möglichkeit, einen homogenen Dämmstoff herzustellen bis zu einer Maximalstärke von 300 mm, der dann am Ende auch wieder mit Nut und Feder zum Beispiel versehen werden kann. Und dann entstehen Produkte, die, wie wir es hier in der Grafik sehen, an der Stelle eingesetzt werden können, oberhalb einer Tragwerksebene als zweite wasserführende Schicht. Wir brauchen hier keine Kunststoffbahnen mehr auf dem Dach, sondern haben hier eine diffusionsoffene, wasserführende, winddichte, zusätzlich wärmedämmende Holzfaserplatte, die dann am Ende in Fassade oder Dach eingesetzt werden kann. Auch gerne im Flachdachbereich als Aufdachdämmung heute zu haben, als Gefälledämmung. Gerade bei modernen Häusern sprechen wir heute ja kaum noch über das Steildach. Da müssen wir auch heute im Flachdach präsent sein. Auch das ist heute alles mit einem nachhaltigen Dämmstoff möglich. Oder auch diese Spezialanwendung in der Fassade mit einer durchscheinenden Holzverkleidung, dort haben wir auch gleich schwarz eingefärbte Platten, die dann also auch für den modernen Holzbau oder Fassadenbau ideal angewendet werden können, damit man dort an der Stelle am Ende im Prinzip diese schwarze Optik sehen kann. Dann lassen sich auch Holzfaserdämmstoffe beputzen. Ob nun im Außenbereich, so wie mit unseren Steiko-Putzträgerplatten und den entsprechenden Systemkomponenten, die wir gerne mit hauseigenem Putz anbieten. Natürlich auch in Verbindung mit vielen konventionellen Herstellern, die am Markt bekannt sind, können heute unsere Holzfaserdämmstoffplatten beputzt werden. Oder eben in der Sanierung im Innenbereich. Auch dort ist es denkbar, mit diesen wunderbaren Baustoffen wie reinem Kalk oder Lehm solche Holzfaserdämmstoffe in einer Konstruktion mit anzuwenden. Dann haben wir diverse Produkte auch für den Fußbodenbereich. Das sind Produkte, die kann man dann in Verbindung zum Beispiel mit Fußbodenheizungssystemen bekommen. Mit entsprechenden dynamischen Steifigkeiten weisen wir hier auch die Trittschalldämmung tatsächlich nach. Haben Produkte für die oberste Geschossdecke, sofern sie dann begehbar sein soll oder wir Laufwege brauchen, dann gibt es da Produkte, die dann also auch für diesen Bereich gleich sofort eingesetzt werden können. Und unsere Steiko Underfloor-Platte, eine ganz, ganz dünne Platte, die wir heute einfach ganz normal im Baumarkt kaufen können, weil sie unter einem Laminat oder unter einem Parkettfußboden eingesetzt werden kann. Natürlich auch ganz simple Anwendungen sind heute mit Holzfasermatten denkbar, wie zum Beispiel Pinnwand, Geschichten, die in vielen Großraumbüros benötigt werden. Das ist eine Sache, die heute zum Beispiel auch mit einer Holzfaserplatte geschehen kann. Ein weiteres Produktionsverfahren ist die Herstellung der ursprünglichen Faser als Einlassdämmung und die Herstellung als eine flexible Dämmmatte. Wir haben auch in dem Vortrag ja soeben im Vorvortrag gehört, dass Holzfaser, dass Dämmstoffe in Konstruktion eingebracht werden müssen und entweder als Matte oder als Einlassdämmung. Und da ist es so, dass wir im Endeffekt das Ganze heute in seiner ursprünglichen Form als Holzfaserdämmstoff zum Einblasen herstellen. Das ist dann im Endeffekt ganz klassisch die getrocknete Holzfaser. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, das Ganze als Matte herzustellen. Dort nehmen wir die reine getrocknete Holzfaser, vernetzen sie mit einer
Textilfaser. Und diese Textilfaser, die wird dann im Endeffekt auch bei einer sehr geringen Temperatur von lediglich 150 Grad Celsius aktiviert und vernetzt sich mit den Holzfasern. Und dann erhält man eine wunderschöne flexible Dämmmatte, die man dann in Konstruktionen einbringen kann. Der Einlassdämmstoff, von dem ich sprach, unsere Steigocell, ein absolut reines Material. Das wurde uns zum wiederholten Male auch vom Ökotest im Jahre 2017 bestätigt. Bereits vor der Jahrtausendwende haben wir auch für dieses Produkt mal den Bundesumweltpreis bekommen, weil es wirklich ein Dämmstoff in seiner reinsten Form ist, ohne dass wir hier an der Stelle mit Recyclingrückständen leben müssen. Und wenn man so eine Einlassdämmung einwandfrei verarbeitet, dann sehen wir, wie gut sich so eine Faser miteinander verkrallt und hängt letztendlich dann natürlich auch in einer Konstruktion drin wie eine Dämmmatte. Nicht jeder hat die Möglichkeit, heute mit moderner Einlasstechnik zu operieren. Manchmal ist es auch nicht unbedingt notwendig. Da brauchen wir an der Stelle dann einfach flexible Dämmmatten. Und da spricht man hier von unserer Steigoflex, die es heute in zwei bekannten Wärmeleitgruppen gibt, von 30 bis 240 mm in Verbindung mit verschiedenen Rohdichten. Warum sollen wir heute eigentlich mit Holzfaserdämmstoffen dämmen? Die Frage bekomme ich oft gestellt. Ich sage dann immer, wir sind der Zehnkämpfer der Dämmstoffe und wie im Sport können wir alle Disziplinen, die heute ein moderner Planer, Bauherr oder auch Handwerker von uns verlangt, gut erfüllen. Viele andere Materialien um uns herum, die sind Spezialisten, die können im Regelfall eine Sache ganz toll, sind uns da auch durchaus überlegen. Aber dieses Gesamtpaket, was man heute braucht, und da wurde jetzt ja auch schon viel erzählt, dass so ein Dämmstoff an der Stelle mehr können muss als nur Wärmedämmung, das können wir halt mit unseren Holzfaserdämmstoffen garantieren. Der winterliche Wärmeschutz steht natürlich hier im Fokus. Da brauchen wir die energetische Einsparung. Das Ganze wird ja hier über den Lambda-Wert definiert und das bekommen wir an der Stelle eben geregelt, weil wir hier Lambda-Werte um die 0,40 haben und haben somit letztendlich einen entsprechend guten winterlichen Wärmeschutz. Aber nicht nur winterlicher Kälteschutz ist ein Thema, sondern viel, viel wichtiger wird eigentlich mittlerweile der sommerliche Hitzeschutz. Wir sind ja in so einer Stadt hier gerade in Berlin, wo immer mehr verdichtet wird, das Bauen immer mehr verdichtet wird, immer mehr Menschen in die Stadt hineinziehen und das wird ja dann an so einem warmen Sommertag durchaus unerträglich. Und wenn dann der falsche Dämmstoff in der Konstruktion ist, dann hält man es in den frühen Nachmittagsstunden unterhalb der Dachfläche schon nicht mehr aus. Mineralfaserdämmung hier an der Stelle in 240 mm mal in so einer Simulation in eine Konstruktion eingebracht, hätten wir eine Phasenverschiebung von 6,8 Stunden. Das würde an so einem Sommertag bedeuten, dass um 13 Uhr, 13.30 Uhr es die Hitze geschafft hat, die Konstruktion zu durchbohren. Und um 13.30 Uhr ist die Energiequelle dort oben am Himmel, die liebe Sonne, ja zu ihrer Höchstform aufgelaufen und pumpt die Konstruktion weiter mit Energie voll. Das Ganze heute mit einer Holzfaserdämmung gedämmt, auch in 240 mm Stärke, hätten wir bereits eine Phasenverschiebung von 11 Stunden. Hier in der Bundeshauptstadt verlässt nach 11 Stunden uns die Sonne schon wieder und geht im Westen unter. Und wir haben die Sonnenscheindauer im Endeffekt nahezu überbrückt. Wenn wir ein bisschen weiter nördlich reisen, da brauchen wir vielleicht auch eine Phasenverschiebung von 12 bis 13 Stunden. Das bekommen wir hin, indem wir im Endeffekt eine Untersparrendämmung, wie wir sie hier in der Grafik sehen, gegen eine deutlich dichtere, mit mehr Rohdichte versehene Aufdachdämmplatte ersetzen. Und dann hätten wir da im Prinzip unsere Aufdachdämmplatte oberhalb der Konstruktion und wir hätten eine Phasenverschiebung jenseits der 12 Stunden. Oder die Dämmstoffstärken nehmen ja sowieso immer weiter zu, so dass wir dann mit 240, 260, 280, 300 mm eben auch diese 12 Stunden Phasenverschiebung als absolutes Optimum knacken. Jetzt hat man das Ganze hier mal in der Grafik anschaulich gemacht und wir sehen, dass so eine mineralfaserdämmte Konstruktion einen Temperaturhöhepunkt hat um 19, 20 Uhr. Für einen normalen Nutzer
im Endeffekt der Moment, wenn man abends nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommt, wenn man eine junge Familie hat, die Kinder ins Bett bringt und im Regelfall, wenn man am Stadtrand wohnen darf, im Einfamilienhaus, dann natürlich unterm Dach die Schlafräume hat oder eben auch im innerstädtischen Bereich die Dachgeschosswohnung, dann wird es dann richtig ungemütlich, weil wir Temperaturen haben jenseits der 30 Grad. Hingegen die holzfaserdämmte Konstruktion bei gleichem Aufbau ungefähr 6 Grad kühler ist und dort ein Temperaturhöhepunkt erst in den späten Abend- bzw. frühen Nachtstunden zu erwarten ist und über einen Lüftungsvorgang dann im Endeffekt das Ganze wieder auskühlen kann und am nächsten Morgen geht das Ganze, wie man hier in dieser Sinusgrafik sieht, geht das ganze Spiel wieder von vorne los und der Dämmstoff ist für die nächste Hitzewelle bereit. Jetzt hatte ein Bauherr oft gehört und wir haben uns hier im Vorvortrag auch schon viel über Brandschutz unterhalten und dann wird plötzlich ja erzählt, ja, wir haben es ja mit Holz zu tun und Holz brennt doch. Ja, Holz brennt tatsächlich. All diese Dämmstoffe, die wir herstellen, sind normal entflammbar. Wie wir hier an der Stelle gleich mal für das Live-Publikum hier vor Ort zeigen, ist es so, dass wir hier an der Stelle einen Vorgang haben, wo wir sehen, dass die Steigozell im Prinzip genauso wie die Zellulose einen Glimmeffekt hat und das Ganze im Großbrandversuch auch mal in der Grafik dargestellt im Vergleich zwei Aufbauten. Auf der linken Seite sehen wir im Endeffekt eine Konstruktion, wie leider heutzutage immer noch viele Dachgauben gebaut werden, eine diffusionshemmende Platte auf der Außenseite der Konstruktion beklebt mit einem schweren flammbaren Material, was ich Styropor nennen darf, und das nicht brennbare Material, die Mineralwolle dazwischen. Auf der rechten Seite eine hochmoderne Holzbohrkonstruktion, die aus deutlich weniger Arbeit besteht, bauphysikalisch absolut einwandfrei ist, weil sie diffusionsoffen ist, mit einer Putzträgerplatte aus Holzfasern, gedämmt mit einem normalen flammbaren Mattendämmstoff, der sich Steigoflex nennt. Und dann wurden die Brenner angezündet und es hieß Feuer frei. An der Stelle weise ich immer darauf hin, mein lieber Kollege, der diesen Brandversuch durchgeführt hat vor einiger Zeit, der hat immer noch an der holzfaserdämmten Konstruktion, die vermeintlich aus den normal entflammbaren Materialien besteht und er eigentlich brennen müsste, versucht er da immer noch ganz aufgeregt den Brenner darauf zu halten und die Konstruktion dann endlich in Brand zu stecken. Hingegen die Konstruktion mit Styropor und Glaswolle schon im Untergang geweiht ist und da geht letztendlich dann wirklich schon der Brand richtig ab, so dass wir hier an der Stelle einfach auch mal die Unterschiede sehen, obwohl die Dämmstoffe anders klassifiziert sind. Und auch im Vorvortrag haben wir schon gehört, dass die liebe Feuerwehr und die Feuerwehrleute, die Helden des Alltags, ihre eigenen Feuerwehrhäuser heute mit nachhaltigen Dämmmaterialien dämmen. Das machen die nicht, weil die an der Stelle so ein Ökoherz haben wie meiner einer, sondern das machen die, weil die das gutmütige Brandverhalten dieser Holzdämmstoffe kennen, diesen Selbstschutzeffekt. Und an der Stelle sollte man allen, die auch Gebäude planen, einfach mal die Überlegung mit an die Hand geben, was müssen wir in dem Brandfall erreichen? In dem Brandfall müssen wir erreichen, dass wir Zeit bekommen. Zeit, bis die Feuerwehr an einem Brandort eintritt, trifft und letztendlich dann an der Stelle uns aus der Konstruktion bergen kann. Und das kann sie eben nicht mehr, wenn das die Konstruktion schon voll in Flammen steht. Die Brandausbreitung von einem Holzfaserdämmstoffen beträgt in 30 Minuten circa einen Viertel Quadratmeter. Das ist natürlich manchmal ein bisschen doof, wenn man den Brand nicht gleich bemerkt, dann glimmt der so vor sich hin, gerade in der Bauphase, wenn die Handwerker auf der Baustelle, der Klempner, der Spengler, der Dachdecker an unseren Holzfaserprodukten rumgeschweißt oder irgendwelche Lötarbeiten verrichtet hat und es eventuell tatsächlich zu einem Glimmbrand kommen kann. Dann stellt man den tatsächlich erst ein bisschen später fest. Aber das ist so im Regelfall der einzige Moment, wo wir im Prinzip wirklich mal gefährdet sind. Holzbau heute, moderner Holzbau heute, auch für den innerstädtischen Bereich, ohne Probleme, F90-Konstruktion,
realisierbar, sprich die Widerstandsfähigkeit von dieser Wand beträgt 90 Minuten. Deshalb werden heute auch aus Holzfaserprodukten und modernen Holzbauprodukten Kindergärten, Schulen, öffentliche Gebäude und auch Aufstockungen im innerstädtischen Bereich gebaut. Und das ist absolut überhaupt kein Problem. Über entsprechende Brandschutzkonzepte sind wir heute also auch so in 4, 5, 6 Geschossern wiederzufinden. Auch der massive Holzbau, der ja gerade im urbanen Bereich eine absolute wirtschaftliche Komponente mittlerweile geworden ist. Auch da, wie gesagt, können wir heute in Verbindung mit unseren Dämmstoffen als Wärmedämmverbundsystem glänzen und haben auch hier heute Prüfungen jenseits der 90 Minuten parat. Ein großer Vorteil generell in der Fassade ist es, wenn die Holzfaserdämmstoffe beputzt werden sollen, dass sie nicht zur Veralgung neigen. Diese Schreckensbilder kennen wir allzu gut aus den Stadtgebieten. Hässliche Fassaden, die schnell grün geworden sind. Das liegt daran, dass der Dämmstoff, der hier auf dieser Fassade drauf ist, sehr, sehr schnell auskühlt und dann im Endeffekt an einen Tag, wie wir ihn jetzt schon mal hatten, tagsüber schön warm, abends relativ schnell kalt. Das ist dann so dieses Frühjahrklima und das Herbstklima. Hat man dann an der Stelle im Endeffekt das Kondensat auf der Fassadenoberfläche. Und das ist dann der Nährboden für Algen und Pilze. Holzfaserdämmstoffe sind sehr träge Materialien. Sie kühlen langsam aus, behäbig aus. Kondensat ist auf der Oberfläche kaum zu erwarten. Und somit entziehen wir der Oberfläche im Endeffekt den Nährboden für Algen und Pilze. Und unsere Fassaden bleiben dann wirklich sehr, sehr schön und attraktiv anzusehen über viele, viele Jahre. Und das senkt natürlich am Ende auch die Wartungskosten der Fassade. Genauso das Thema Schallschutz. Unsere Fassaden neigen nicht zum Hohlklang. Somit fühlt sich auch der kleine Vogel oder auch der Kleinnager nicht unbedingt animiert, hier sein Nestchen drin zu bauen. Und somit haben wir dann an der Stelle auch hier gegenüber konventionellen Dämmmaterialien einen riesengroßen Vorteil. Generell Schallschutz mit Holzfaserdämmstoffen ist ein Riesenthema. Es gibt heute kritische Lagen, wo heute auch Gebäude entstehen. Man nehme Anflugbahnen, Landebahnen, Nähe von Flughäfen, Autobahnen, Schnellbahnstrecken, wo im Prinzip wirklich eine Menge Lärm ist oder generell hier der innerstädtische Bereich oder auch in Bürogebäuden, wo wir sensible Räume haben und uns im Endeffekt vor dem Mithören ungebetener Gäste irgendwo schützen wollen. Dort sind auch Holzfaserdämmstoffe heute präsent, weil sie aufgrund der hohen Rohdichte Bestnoten im Schallschutz aufweisen können. Und genauso wie bei der Zellulose hat auch Holzfaserdämmung die Genialität, mit Feuchtigkeit umgehen zu können. Und bei entsprechenden kritischen Konstruktionen sind wir auch in der Lage, mehr Feuchtigkeit aufzunehmen als hydrophobe Materialien und sind dann bauphysikalisch gesehen die deutlich bessere Variante. Und das Ganze einfach mal vorgestellt, so eine Gefachdämmung von uns, einen Kubikmeter davon. Dort könnten Sie 10 Liter Wasser drin versenken in diesem Kubikmeter flexibler Dämmung, ohne dass das Material Schaden nimmt. Wenn wir hier die Mineralwolle haben, da haben wir an der Stelle gerade mal einen halben Liter, den wir da irgendwo auf einen Kubikmeter reinkippen könnten an Feuchtigkeit. Alles, was drüber hinausgeht, lässt dort die Stützfaser einbrechen und das Material geht kaputt. Und man sollte auch eins wissen, und das haben wir im Vorvortrag ja auch ganz gut gesehen, nicht alle Konstruktionen sind einwandfrei gebaut. Wenn bei einem hydrophoben Material Feuchtigkeit in der Konstruktion drin ist und in der Dämmebene drin ist, dann ist diese Feuchtigkeit ja quasi in der Luftzelle des Dämmstoffes. Und was dämmt? In einer Dämmung die Luft. Und eine mit Wasser erfüllte Luftzelle hat keine Dämmleistung mehr. Sprich, in einer Extremsituation versagt hier an der Stelle der Dämmstoff. Bei einem sorptionsfähigen Dämmstoff wie unsere Holzfaserdämmung ist die Dämmung in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und auch wieder abzugeben und
die Feuchtigkeit, wenn sie denn in dem Dämmstoff drin ist, dann ist sie eben nicht in der Luftzelle, sondern in der Faser. Und die Faser kann bis zum Fasersättigungsgrad eben diese Feuchtigkeit aufnehmen. Und ganz ehrlich, 10 Liter auf einen Kubikmeter, da wären wir schon im Bauschadensbereich. Bei noch höheren Rohdichten, bei noch höheren Dämmstoffstärken, bei unseren anderen Produkten könnten wir noch viel, viel mehr Feuchtigkeit reinkippen. Das sind dann Zahlen, die sind theoretisch denkbar. Praktisch kommen sie quasi nie vor, weil wenn wir hier 50 Liter auf einen Kubikmeter drin hätten, dann ja, würde das Haus quasi schon unter Wasser stehen. Und zu guter Letzt tragen wir noch zum Umweltschutz bei. Das sollte man nicht unerwähnt lassen in der heutigen Zeit. Nachhaltigkeit ist ein riesengroßes Thema. Gerade wenn wir über Dämmstoffe reden, über Energieeinsparverordnungen reden. Es gibt viele konventionelle Dämmmaterialien, die sehr, sehr hohe Primärenergien haben bei der Herstellung. Dass sich da über Entsorgung bis zum heutigen Tage wenig Gedanken gemacht worden ist, das steht auch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber da muss man sich die Frage stellen, sparen diese Dämmstoffe während ihrer Lebensdauer überhaupt die Energie ein, die sie bei der Herstellung benötigt haben? Holzfaserdämmstoffe werden bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen hergestellt und sie sind aus Holz und Holz hat ja den charmanten Vorteil, dass der Baum während seines Wachstums CO2 aus der Natur aufgenommen hat, wertvollen Sauerstoff wieder abgegeben hat und wir können dann den Kohlenstoff in einer Konstruktion bis zum Ende der Lebensdauer des Materials oder des Gebäudes speichern und dann wird das Ganze danach wieder CO2-neutral entsorgt. Und wir haben dann hier wirklich einen geschlossenen Kreislauf. Cradle to Cradle, heute so dieser neudeutsche Begriff, ist ja im Endeffekt in aller Munde. Sprich, diese Nachhaltigkeit, diesen Produktkreislauf, das ist heute ein Riesenthema und den können wir wirklich einwandfrei nachweisen. Und wie gesagt, heute wird auch einfach das Material aus der Durchforstung gewonnen, ohne dass hier Raubbau betrieben wird. Wir machen Waldpflege und aus dieser Waldpflege stellen wir diese wunderbaren Produkte her. Und wenn es dann wirklich mal auf den Wertstoffhof gehen muss, dann sind wir frei von Kosten. Wir sind zu entsorgen wie Holz und Holzwerkstoffe. Das ist heute nachzulesen in jedem Produktdatenblatt, was wir dort haben. Hingegen andere Materialien heute Sondermüll sind. Es gibt heute da schon riesengroße Probleme, dass viele Gemeinden Sondermüll schon gar nicht mehr annehmen können, weil einfach das generelle Entsorgungsproblem da ist, das Rückrecyclingproblem da ist. Und da sind wir hier mit Holzfaserdämmstoffen ganz weit vorne und können letztendlich hier das Ganze dann im Prinzip vom Entsorger thermisch zum Beispiel verwerten lassen oder es wird kompostiert. Das ist dann natürlich die andere Möglichkeit, um diese Materialien einwandfrei zu entsorgen. Also wir sehen, wir haben hier durchaus komplexe Eigenschaften, das Rundum-Sorglos-Paket und neben den technischen Parametern ist es tatsächlich so, dass wir heute so ein Dämmstoff auch wirklich einfach, leicht und angenehm verarbeiten können, ohne dass es kribbelt und krabbelt. Wir können uns wirklich dran einkuscheln. Es krümelt ein bisschen, aber die Fasern, die sehen wir wenigstens und kriegen nicht das große Jucken. Kommen wir zum generellen Thema mal. Wie sieht es denn hier mit dem Thema Holzbau in Deutschland aus? Wir sehen, wenn wir uns hier auf unsere Landkarte die Grafik anschauen, dass wir natürlich ganz klar ein Nord-Süd-Gefälle haben. Und wenn wir auch in die weißen Flecken von Süddeutschland hineinschauen, sehen wir, dass die Städte, die großen Städte, auch heute eher konventionell gebaut werden, aus Beton, aus Stein und der Holzbauanteil dort sehr, sehr gering ist. Aber er nimmt stark zu. Das muss man ganz klar sagen, dafür kämpfen wir. Die schöne Stadt Berlin will Holzbau
Hauptstadt Europas werden. Hier wird viel getan, auch dass man im innerstädtischen Bereich heute mit Holz punkten kann, weil letztendlich generell der Holzbau ja dieselben nachhaltigen, positiven Eigenschaften mit sich bringt, wie generell auch die Holzfaserprodukte. Und wenn wir das Ganze uns dann hier an der Stelle in der Anwendung mal anschauen, im klassischen Einfamilienhaus finden wir die Dämmung halt in den Gefachen wieder, in der Fassade, im Dach, in der zweiten wasserführenden Ebene, bevor dann im Endeffekt eine Fassadenverkleidung auf so ein kleines Gebäude kommt. Oder auch in der Sanierung, ganz, ganz wichtiger Punkt, viele, viele Gebäude im Bestand sind heute sanierbedürftig, werden aufgemotzt. Auch dort sind diese Produkte von uns denkbar, ob nun in der Fassade, im Dach, ob zum Beputzen, ob in denkmalgeschützten Häusern, als Innenwanddämmung oder auch hier im innerstädtischen Bereich, in Eigentumswohnungen als Einzelmaßnahme, als Innenwanddämmung. Da ist eine Menge möglich und auch im Vorvortrag wurde schon ja gesagt, wenig Dämmung kann schon ganz viel bringen. Auch so eine Innenwanddämmung von 4 bis 6 Zentimeter ist heute ein großer Schritt nach vorne, um die energetische Bilanz einer Gebäudehülle eines Objektes zu verbessern. Auch die konventionelle Steinindustrie hat uns heute entdeckt und diese Hohllochziegel werden auch heute durchaus mit Holzfaserdämmstoffen gedämmt. So wie hier zu sehen bei diesem Ziegelstein, aus dem dann im Endeffekt Neubau gemacht wird. Und so kann man also auch mit monolithischer Bauweise heute nachhaltig sein Haus bauen. Weil nicht jeder ist unbedingt Holzbaufan. Gerade hier oben im Berliner Raum, wo die Leute viel mit Ziegeln bauen, mit Steinen bauen, geschichtlich bedingt, ist es einfach so, dass wir hier dann eher mit so einem Ziegelstein in der Gebäudehülle punkten können, wo wir letztendlich dann im Endeffekt unsere schönen Holzfasern zur Ziegelindustrie liefern und die dann so ein tolles Produkt kreieren. Großprojekte bis in die Gebäudeklasse 5 sind auch heute mit unseren Materialien denkbar. Mit Holzfaserdämmstoffen ist eine Menge möglich. Wie gesagt, bereits erwähnt, Schulen, Kindergärten, Aufstockungen, Hochhäuser im Holzbau. Es sind alles Dinge, die in Zukunft uns begleiten werden. Über Brandschutzkonzepte mit entsprechenden Prüfungen, wie gesagt, finden wir uns hier also auch im großen Stile bei Großbaustellen wieder. Und man sollte eins nicht unerwähnt lassen, wir haben hier auch die Möglichkeit, mit einem sehr, sehr geringen Wandaufbau eine hocheffiziente Gebäudehülle zu erstellen, die uns es ermöglicht, im Passivhaus oder auch im Energie-Plus-Haus-Bereich zu operieren. Ja, so sieht's aus. Die Produktfamilie im Überblick, die Anwendungen der Materialien im Überblick. Es ist eine Menge möglich mit unseren Materialien. Das Einzige, wo sie uns nicht wiederfinden, ist im erdberührten Bereich. Da haben wir eher weniger was zu suchen. Nicht ganz richtig. Wir stellen tatsächlich auch Platten her für den Straßenbau, wo wir letztendlich aufgrund der wunderbaren Rückstellkräfte der Holzfaserdämmung uns im Trennfugenbereich wiederfinden. Aber für die normale Anwendung am Bau sind wir erst im Einsatz oberhalb des erdberührten Bereiches. Und im Holzbau findet man uns dann halt innerhalb der Gebäudehülle wieder, außerhalb der Gebäudehülle, zwischen den Traghölzern. Da ist halt, wie gesagt, eine Menge möglich mit dem relativ umfangreichen Produktsortiment, was wir hier bieten. Und wie gesagt, entsprechende Prüfungen gibt es sowieso für all die Materialien, bis hin natürlich, dass wir hier auch im Energie-Plus-Bereich, im Passivhausbereich Zertifizierungen vorweisen können, die ganz, ganz wichtig sind für die Erstellung solcher Gebäude. Ja, an dieser Stelle ist mein Teil zu Ende, die Reise durch die Holzfaserwelt. Frau Träger. Ja, vielen Dank für diesen informativen Vortrag. Wir haben auch einige Fragen aus dem Netz.
Genau, ich lege einfach direkt mal los. Okay. Und zwar zum einen ist das Holz von der Firma Steico aus Europa oder weltweit? Also von wo wird das bezogen? Okay, also wir können aus Kostengründen das Holz nur ungefähr 300 Kilometer immer um unsere Werke herum holen. Wir müssen, weil wir natürlich wirtschaftlichen Gesichtspunkten unterliegen, sehr wirtschaftlich produzieren und deshalb holen wir das wirklich nur aus der Durchforstung um unsere Werke herum. Okay, und können Holzfaserdämmplatten auch aus Altholz oder recyceltem Holz gebaut bzw. produziert werden? Also es wäre sicherlich möglich, das aus Altholz zu machen, aber wir haben ja vorhin, als wir die Nasstechnologie uns angeschaut haben, gesehen, dass wir zum Beispiel holzeigene Inhaltsstoffe in ihrer freien Form brauchen. Das hätten wir natürlich nicht gegeben bei den entsprechenden Althölzern. Und es ist auch an der Stelle, muss man ganz klar sagen, absolut unwirtschaftlich. Und deshalb werden diese Materialien wirklich nur aus frischem, reinen Durchforstung hergestellt. Und das ist ja auch das, was im Endeffekt der Verbraucher auch mag, dass wir im Prinzip wirklich ein wirklich reines Produkt aus dem Wald, aus der Durchforstung kreieren. Okay, und wie sieht es aus mit der Rezyklierbarkeit von Holzfaserdämmplatten, die beschichtet sind, beziehungsweise auch eingefärbt, wie Sie es beschrieben haben? Okay, genau. Also diese beschichteten Holzfaserdämmplatten, Sie sprechen sicherlich diese Putzträgerplatten an der Stelle an. Da ist es natürlich so, dass im Endeffekt diese Armierungsschicht und aus diesen mit den zementären Anteilen und den mineralischen Putzen entfernt werden muss. Und dann wird das Material dann natürlich sauber in die Recycling, in das Recycling gegeben, weil es ja dann im Endeffekt wieder frei davon ist. Und auch die eingefärbten Platten sind heute so zu entsorgen wie Holz und Holzwerkstoffe. Auch dort haben wir keinen anderen Entsorgungsschlüssel drin, weil dieser Farbstoff im Endeffekt natürlicher bituminöser Anteil ist, der da an der Stelle keine Rolle spielt für die Entsorgbarkeit. Genau, da gab es noch mal eine spezielle Frage, und zwar, wie es da mit den WDVS-Holzfaserplatten aussieht, ob die auch im Speziellen rezyklierbar sind. Genau, also ich hatte es ja gerade eben erwähnt, nochmal wiederholt, dass wir im Endeffekt da die Putzschicht natürlich entfernen müssen. Da treffen wir natürlich so ein bisschen auf diesen kritischen Punkt, das ist schon richtig. Aber wie gesagt, wenn dieses abgezogen wird, das kann man heute relativ gut mechanisch machen, dann ist der Rest des Dämmstoffes normal zu entsorgen, wie Holz und Holzwerkstoffe. Genau, und dann noch eine Frage zur Nachhaltigkeit, die auch viel diskutiert wurde im Chat, und zwar: Sind die Produkte des Nassverfahrens oder die des Trockenverfahrens nachhaltiger? Das ist eine Frage, die wird uns immer öfter gestellt und ganz oft gestellt. Im Endeffekt kann man ganz klar sagen, sind tatsächlich die Trockenverfahrensprodukte heute die einen Hauch nachhaltiger sind, weil wir verbrauchen einfach für die Herstellung weniger Rohmaterial. Damit fängt das Ganze nämlich schon mal an. Wir brauchen auch weniger Energie. Auch bei der Nasstechnologie haben wir nur Produktionstemperaturen von ca. 200 Grad Celsius. Beim Trockenverfahren sind es dann nur diese 150 Grad Celsius. Wenn man das vergleicht mit konventionellen Dämmstoffen wie Glaswolle, Steinwolle, die Temperaturen für die Herstellung von über 800 und 1000 Grad zum Beispiel benötigen, ökologisch sind beide. Wie gesagt, die Nassprodukte haben den charmanten Vorteil, dass sie gebunden sind durch diese holzeigenen Inhaltsstoffe und machen gerade für uns dann sehr, sehr beliebt bei den Bauherren, die wirklich auf absolute Nachhaltigkeit und Natürlichkeit Wert legen. Genau, da ist auch eine Frage zur Kompostierbarkeit. Sind die Dämmstoffe zum Teil auch kompostierbar? Genau, also im Endeffekt, also zum Beispiel unser Einlassdämmstoff, die Steico Cell, das ist also auch Material, was Sie heute finden im Gartenbau, weil letztendlich frische Erden heute auch mit Holzfasern zum Beispiel versetzt werden, damit im Endeffekt dort Sauerstoff in dieser Erde gehalten werden kann, weil letztendlich dann die Holzfaser so ein bisschen durch ihre Faserhaltigkeit dort für Lufteinschlüsse sorgt, damit im Endeffekt gerade bei jungen Pflänzchen ein Wachstum wunderbar funktioniert. Druckfeste Holzfaserdämmstoffe sind heute auch im Gartenbau zu finden und sind heute der Nährboden für Substrate
um letztendlich dann kleine frische Pflanzen hochzuziehen. Und wie gesagt, diese Platten könnten dann im Endeffekt eben auch kompostiert werden. In dieser Anwendung finden wir natürlich dann immer diese Produkte aus dem Nassverfahren. Okay, und dann noch eine Frage, sind Produkte von Steico auch Cradle-to-Cradle zertifiziert? Das ist, dieses Thema ist ja nun wirklich relativ neu. Diese Zertifizierungsprozesse brauchen ihre Zeit, aber wir haben natürlich auch in unserem großen Konzern heute eine eigene Abteilung, die sich genau mit diesem Thema Nachhaltigkeit, Zertifizierung, Cradle-to-Cradle und so weiter beschäftigt. Da werden sicherlich in den nächsten Monaten und auch natürlich Jahren für die Produkte solche Zertifikate werden Sie wiederfinden. Fakt ist eins, das sollte man an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen, wir haben heute schon Zertifikate von den von dem Institut für Baubiologie in Rosenheim, wo die völlige Unbedenklichkeit bestätigt wird. Okay, vielen Dank. Und dann noch eine Frage zum Recycling, und zwar die Ziegel mit der Dämmung. Sind die, wie recycelbar sind die, weil es ja quasi sich hier um einen kombinierten Baustoff handelt? Okay, also das ist kann ich nun gar nicht so viel dazu sagen, wie die Ziegelindustrie es schafft, unsere reine Holzfaser da wieder aus dem Ziegel rauszubekommen, wenn dann die Lebensdauer erloschen ist. Da müssten wir heute Experten von der Ziegelindustrie hier haben. Okay. Und wie sieht es aus mit insektenhemmenden Zusatzstoffen? Sind dort welche zu finden? Also grundsätzlich muss man eins wissen, bei modernen Holzbaustoffen ist es so, wenn moderne Holzbaustoffe heute hergestellt werden, haben wir Produktionstemperaturen über 55 Grad Celsius, und wenn wir Holz über 55 Grad Celsius erhitzen, findet im Holz eine Eiweißspaltung statt, und somit wird der Nährboden für tierische und pflanzliche Schädlinge entzogen, und somit ist das im Endeffekt am Ende des Tages kein Thema. Wenn im Dach eines Hauses sich die Wespe oder die Biene zum Bau ihres Insektenhotels an der Stelle eine Holzfaser abholen möchte, dann kann sie das auch nur machen, wenn kein Insektenschutzgitter dran ist. Da können wir nichts für, wenn dann im Endeffekt konstruktiv was falsch gemacht wurde. Okay, und wie sieht es dann, also nochmal eine Frage zu den Kosten, wie hoch sind denn die Mehrkosten zu herkömmlichen Materialien? Okay, also das beste Beispiel ist tatsächlich so eine Gefachdämmung, weil man daran immer gemessen wird. Wir haben es vorhin ja schon gehört mit der Zellulose. Ja, vielleicht sind wir da auf 100 mm Dämmstoffstärke irgendwo so mit einer Einblasdämmung 30, 40 Cent teurer vom Material her, aber durch die Einblasung deutlich wirtschaftlicher. Als Mattendämmstoff, den man auch im Fachhandel kaufen kann, sind wir aufgrund der höheren Rohdichte doppelt so teuer. Aber Fakt ist eins, wenn wir den Euro nehmen und im Verhältnis zu der Kilogrammzahl nehmen, die wir denn bekommen für unser Geld, ist heute Holzfaserdämmung und Zellulosedämmung die preiswerteste Dämmung im Verhältnis zum Gewicht, das, was man bekommen kann. Vielen Dank. Noch eine kleine Kleine Ergänzung dazu. Dadurch, dass wir ja im Neubau immer dickere Dämmstärken haben, ist es tatsächlich so, dass der Kostenaspekt bei den Einblasdämmstoffen, auch mit der Holzfaser, je dicker man dämmt, desto günstiger ist die Einblasdämmung. Richtig. Sodass, also ich habe es ja auch selbst erwähnt, im Neubau sind wir oft einen Ticken teurer. Das gilt aber für die dünneren Dämmschichten. Also wenn Sie das Minimum machen nach ENEF, dann sind Sie mit der Glaswolle auf dem ersten Schritt ein bisschen billiger. Später haben Sie aber die Schadensbeseitigungskosten in vielen Fällen. Das macht es dann wieder teurer. Wenn Sie aber im sehr effizienten Neubau arbeiten und dann mit Einblasdämmtechnik, dann sparen Sie sogar schon beim Neubau. Genau. An der Stelle sollte man dann final noch eins sagen. Im klassischen Holzbau sind wir heute mit unseren druckfesten Dämmplatten als äußere Beplankung das wirtschaftlichste, was es überhaupt gibt, weil man einfach mit einem Arbeitsgang gleich die zweite wasserführende Ebene, die winddichte Ebene und die zu beschichtbarende Ebene oder zu verkleidende Ebene herstellen können. Okay. Ja, vielen Dank. Wenn es an der Stelle keine weiteren Fragen gibt, auch nicht vor Ort, dann, wie gesagt, bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Portin, und Ihnen, Herr von Stein. Und an Sie natürlich zu Hause oder im Büro, die Sie teilgenommen haben, und auch hier vor Ort. Ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz herzlich
Sie dazu einladen, an unseren weiteren Webinaren teilzunehmen, die stattfinden, und zwar einmal am 19. März zum Thema Photovoltaik und am 25. März, sie findet auch hier vor Ort statt, die Veranstaltung ist aber auch im Webinar mitzuverfolgen, energetische Quartierskonzepte. Dann am 29. März wird es nochmal ein Webinar geben zu innovativen Bauprodukten. Und im Juni ist wahrscheinlich auch nochmal ein Webinar geplant zum Thema nachhaltiges Dämmen, mit dann aber im Fokus werden sein Strohdämmung und Hanfdämmung. Genau, vielen Dank an der Stelle nochmal und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao.